Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Kakerlakenparty. Das Format Kakerlakenparty ist ein Format, wo ich nach dem Intro nicht mehr erzähle. Das heißt, ihr hört alle Videos aus der vergangenen Woche noch einmal. Das heißt, es gibt hier heute nichts Neues zu hören, sondern ihr hört alles ohne mein Gequatsche nochmal als komplettes Hörspiel. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und da ich mich von euch auch nicht weiter verabschiede, würde ich euch bitten, wer jetzt hier neu ist, kann gerne nochmal auf den Abonnieren-Button drücken, natürlich mit Glocke. Dann gibt es auch immer wieder eine Information, wenn ein neues Video online kommt. Viel Spaß mit unserem Hörspiel. Schönen guten Morgen, Elias Bodes, mein Name, von The Name Swiss Safeway. Was für ein Ding? Von Swiss Safeway, Sie haben sich angemeldet für das Online-Trading. Na dann sag mal Adresse, wie heißt denn die Firma genau? Swiss Safeway. Also S, W, I, I, S, S, ja, S, A, F, E, S, A, S, E. Genau. Ja. W, A, Y. W, A, Y, ja. Genau. Und dann? Genau, Sie haben sich heute Morgen angemeldet fürs Online-Trading um 8 Uhr. Um 8 Uhr, natürlich, da habe ich noch geschlafen. Okay. Mit wem sprechen Sie denn da gerade? Ja, mit denen, den Sie angerufen haben. Sie müssen ja wissen, mit wem Sie sprechen wollen. Herr Bautermann. Ja, so, jetzt brauche ich hier mal bitte die ganze Domain, nicht bloß die halbe. Punkt, und dann? .com. .com. Gibt's nicht, die Seite. Die Seite wurde nicht gefunden. Die Seite gibt es, Sie haben auch 2 E-Mails von uns bekommen. Ja, geht ja bei mir nicht auf. Dann sag mal nochmal die Domain. S-W-I. S-W-I, S-S. S-S. Dann nochmal ein S. Noch ein S, ja. Also für Safe. A-F-E. A-F-E, W-A-Y. W-A-Y. .com. Jetzt kommt hier was mit so blaue Vierecke. Ja, da habe ich mich heute Morgen nicht angemeldet. Sie haben sich bei Bild angemeldet und das ist ein Werbeportal. Man kann ja nicht direkt bei Bild handeln und wir sind ein Handelsportal. Ne, bei Bild habe ich mich auch nicht angemeldet. Okay. Das die, war so eine Seite mit Höhle der Löwen, aber die war von Bild. Okay. Ja gut, aber machen wir mal weiter im Programm hier. Gut, Sie haben auch heute bei klaus.klabautermann eine E-Mail von uns gekriegt, 2 Stück. Ja, ich kann ja mal. Ich kann ja mal reingucken. Bei euch tut es im Telefon. Das kann sein, dass meine Sitznachbarin ist. Und warum telefoniert ihr auf Lautsprecher? Nein, tun wir nicht. Ja, aber warum tut es denn das denn? Also jetzt tut es gerade gar nichts mehr hier. Doch, man hört noch was tuten. Haben Sie die beiden E-Mails gefunden? Nee, ich log mich gerade noch in das Postfach ein. So. Ja, tutet immer noch da bei euch im Telefon. Okay. Bleibt halt nicht aus hier. Sie sind ja nicht der einzige Kunde. Ja, ich merke schon, ihr ruft hier gerade schon wieder an. Nee, das kann nicht sein. Na doch, wir bleiben doch hier. Von unserem Unternehmen bin ich zuständig. Ach so. Für Sie. So, denn E-Mail soll jetzt angekommen sein, ja? Und ich, geht ja irgendwie gerade gar nichts. Sie haben heute Morgen 2 E-Mails gekriegt. No Replay. Einmal Öffnung eines Handelsaccounts und einmal Willkommen. Und wer hat das Konto für mich eröffnet? Das haben Sie selber eröffnet mit der Anmeldung. Nee, ich habe mich ja nicht bei euch angemeldet. Das haben wir ja schon klargestellt. Sie haben sich auf ein Werbeportal angemeldet. Auf dem Werbeportal kann man nicht handeln. Und dadurch erstellt sich das automatisch ein Konto bei uns. Ach so, okay. So, und wie komme ich jetzt da bei euch denn rein? So, dann öffnen Sie mal bitte die E-Mail mit Öffnung eines Handelsaccounts. Ist noch nicht gekommen. Ich habe seine E-Mail nicht bekommen hier. Vielleicht im Spam oder? Nö, da ist auch keine. Also, kein Moment. Klaus?
www.klabautermann@webmail.com. Ja, da haben wir schon das Problem. Webmail habe ich nie eingegeben. Okay. Sowas besitze ich gar nicht. Also irgendwer müsste sich ja da mit dieser E-Mail-Adresse angemeldet haben. Ja, weiß ich nicht. Also. Weil wir ziehen uns hier nicht irgendwie aus dem Kopf. Naja, ich meine, von Datenschutz habt ihr ja scheinbar nichts gehört. Sonst, wieso? Naja, ihr wisst schon, dass ihr zum Anrufen einen Doppel-Opt-In braucht, wenn ihr 250 Euro von mir betrügen wollt. Was mit eurem tollen Trading-System, was auch immer ihr da so macht. Aber es ist auf jeden Fall wieder eine Seite, die in meine Liste kommt. Ja, okay. Wo seid denn ihr reguliert und registriert? Steht alles auf unserer Seite. Steht nicht auf eurer Seite. Habe ich gerade probiert, hier mal nachzugucken. Dann sag mir, wo. Steht ganz, also wenn Sie auf der Seite sind, scrollen Sie ganz, 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 ganz nach unten. Bin ich? Und da steht alles. Nein. Doch, ich ganz da, unten. Dann links. sag mir die Nummer. Lies mir die Nummer vor. Bei wem seid ihr registriert? Lies mir die Nummer vor. So, die Nummer ist... Ganz unten steht Swiss Safeway und darunter steht dann alles. Ja, eben ja nicht. Lies mir die Nummer vor. Tja, das kannst du wohl nicht, ne? Ja, kommt da jetzt noch was oder habe ich euch jetzt erwischt beim Betrügen? Sie müssen ganz unten gucken. Ja, dann sag mir die Registrationsnummer. 1046. Ja, und bei wem soll ich die eingeben? LLC 2021. Steht alles unten, wie ich gesagt habe. Ja, und bei wem soll ich die suchen, die Nummer? Bei wem soll ich die suchen? Das weiß ich doch nicht, wo sie die suchen wollen. Ach, komisch, dass die Nummer nirgendwo existiert, ne? Doch, die ist registriert. Dann prüfe es selber einmal nach. Aber ich frage mich gerade, was wollen Sie denn von mir? Sie haben sich angemeldet? Nein, falsch. Sie haben mich angemeldet und Sie haben mich auch noch angerufen. Das sind schon mal zwei illegale Sachen. Nee. Doch, red dich nicht raus, scheiß Betrüger. Hör auf, Scheiße zu labern. Du bist nichts anderes als ein Abzocker und ein Betrüger. Also Sie haben sich angemeldet? Nein, hab ich nicht. Scheiß Abzocker, scheiß Betrüger, such dir einen anständigen Job. Den habe ich im Gegensatz zu Ihnen natürlich. Ja, das glaube ich aber nicht. Ja, das glaube ich nicht. Du kannst mir nicht mal sagen, wo ihr registriert und reguliert seid. Abzocker, Betrüger, mehr seid ihr nicht. Nee. Wirst dich auf jeden Fall bei YouTube hören können. Nur so nebenbei. Na, noch was zu sagen? Also wie gesagt, Sie können alles auf unserer Seite nachlesen. Nee, kann man nicht, Lügner. Lügner. Natürlich. Dann ekelhafter Lügner. Nein, das stimmt nicht. Ihr seid einfach Lügner, Abzocker, ekelhafte Abzocker und Lügner. Und das mitten in der Nacht hier. Mhm. Ekelhaft. Einfach wirklich nur widerlich dein Job. Ja. Such dir was Anständiges. Sag mal, schämst du dich eigentlich nicht dafür, was du da für einen Job machst? Schämst du dich da überhaupt nicht für? Wieso? Das ist ein normaler Job. Das ist kein normaler Job. Und du brauchst mir auch nicht erzählen, dass das ein normaler Job wäre. Traust du dich überhaupt noch bei deiner Mutter überhaupt unter die Augen mit dem Job, den du da machst? Das ist doch ekelhaft, sowas, Leute zu verarschen. Und das dann auch noch wirklich noch ernsthaft für normal zu befinden. Das ist doch krank, was du da machst. Das ist doch wirklich nur ekelhaft und krank. Also ich glaube, Sie haben zu viel Langeweile. Nee, ich glaube, du hast einfach keinen anständigen Job. Natürlich habe ich den. Nee, hast du nicht. Erzähl mir keine Scheiße, du hast keinen anständigen Job. Das ist ekelhaft, was du machst. Genau. Du kannst mir nicht mal sagen, wo ihr reguliert seid. Geht nicht, weil du kannst es einfach nicht. Nochmal, es steht alles auf der Seite. Ja, das steht da nicht auf der Seite, du Würstchen. Ich bin Antonia Jutzner, Ihre persönliche Kontoberaterin. Gerade habe ich Ihre Anmeldung bekommen. Sie wollen jetzt Handel anfangen, richtig, ja? Ja, von welcher Webseite aus rufen Sie an? Ich melde mich von Flex Kapital, Herr Steiner. Von Flex Kapital? Genau. Da habe ich mich nicht angemeldet. Also die Werbung, was Sie gesehen haben, ist das auch keine Firma? Das ist die Werbungsname und deswegen kriegen Sie von meiner Seite den Anruf, ja? Diese Werbung gehört unserer Firma. Aha, okay, na dann los. Okay. Sagen Sie mir bitte, mit welchem elektronischen Gerät können Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Mit persönlichem Computer oder mit dem Handy? Telekommunikationsendgerät.
Kannst du da mal die Musik ausmachen im Hintergrund? Stört Ihnen es? Ja, ganz furchtbar am Morgen. Und vor allem so ein Gedudel und Gejaule, mach mal aus da. Leider kann ich die Musik nicht ausmachen. Und dann kann ich dir auch leider nicht mein Geld geben. Weil das ist unprofessionell. Mach mal Musik aus da. Das ist unprofessionell. Ja, mach mal die Musik aus da jetzt. Und Sie geben mir Ihr Geld gar nicht. Ja, mach mal da die Musik aus jetzt. Nicht, das ist nicht verhandelbar. Musik aus, dann reden wir weiter. Ja, ist es aus, ja? Dann machen wir weiter. Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, mit welchem Summe möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, 2000. Mit 2000, okay. Und was für Einzahlungsmöglichkeit haben Sie? Wie, was für eine Einzahlungsmöglichkeit? Zauberstab wird es ja wohl nicht sein. Haben Sie Mastercard, Visa Card? Ja, alles vorhanden. Alles haben Sie. Welches haben Sie? Ja, alles, was erwähnt war und noch mehr. Mhm. Okay, also dann, wie werden Sie das machen? Ja, selbstständig. Also ich mache das. Ja, okay. Ja. Dann gehen Sie bitte im Google. Ja, im Google. Bin jetzt im Google. Warten Sie, ich mach mal Google auf. www.google.de. Ja. Jetzt bin ich im Google. Okay. Und schreiben Sie bitte Flexkapital. Das ist F wie Friedrich. Ja. L wie Ludwig. Ja. E wie Emma. Ja, das heißt Emil. Ein X wie Xavier. Oder Xylophon. Genau. Dann C wie Cäsar. Ja. A wie Anton. Ja. T wie Tetra. Ja. I wie Ida. Ja. T wie Theodor. Das ist falsch, das heißt T wie Theodor Fall. Haben Sie es verstanden, ja? Ja. Dafür ist es. Sonst ich habe jetzt keine Prüfung hier. Ja, erzähl mal weiter jetzt. Genau. Bei T wie Theodor Fall waren wir. A wie Anton. Ja. Und L wie Ludwig. Punkt. Ja. C wie Cäsar und noch C wie Cäsar. Also CC. Genau. So, nun? Ja, jetzt finden Sie die Webseite. Ne, jetzt finde ich erstmal die Google-Ergebnisse. Hast du ja gesagt, ich soll das auf Google eingeben. Genau, das habe ich auch gemacht. Genau, jetzt bin ich hier auf Google und sehe die ganzen negativen Bewertungen. Aber machen wir mal weiter. Wirklich? Ja. So, wo soll ich jetzt drauf? Sagen Sie mir, was für negative Bewertungen sehen Sie? Ja, da reden wir nachher vielleicht noch drüber. Aber jetzt erzähl mal erstmal, auf welchen der vielen Links ich bei Google jetzt klicken soll. Also, das ist das Thema Flexkapital. Dann sehen Sie das Logo. In der Mitte ist drei parallele Linien. Nein, ich bin ja auf Google jetzt. Du hast gesagt, ich soll im Google. So, ich bin jetzt im Google. Und im Google habe ich die Daten eingegeben. Jetzt kriege ich natürlich auch die Google-Ergebnisse und nicht eure Webseite. Ja. Ja. Und? Ja, und wo? Sehen Sie denn auf welchen? Nicht? Nee. Nee. Ich sehe halt dann die Google-Ergebnisse. Dann funktioniert Ihre Google nicht so gut. Na doch, mein Google funktioniert perfekt, aber ich habe jetzt die Google-Suchergebnisse. Und auf welches dieser Suchergebnisse soll ich jetzt klicken? Ja, das habe ich auch Ihnen erklärt. Also Sie finden jetzt die Handelsplattform. Also sehen Sie das auch und habe ich auch gesagt... Naja, welcher der vielen Links ist denn eure Handelsplattform? Ich habe jetzt zum Beispiel hier oben gleich als erstes eine Werbeanzeige, da steht finfa.co. So, das nächste, was ich habe, ist flex.kapital. Das nächste, was ich habe, ist personal-reviews.com. Welche Seite ist denn jetzt eure von den Google-Suchergebnissen? Gehen Sie noch unten? Noch weiter runter. Genau. War noch nicht dabei. So, dann haben wir jetzt hier forexbrokerz.com. Dann haben wir als nächstes walforex.com. Und jetzt kommt erst ihr hier mit flexkapital.cc. Soll ich da drauf drücken? Genau. Ja. Mein Gott, gut, dass ich das selber gefunden habe.
So, ja, jetzt bin ich auf eurer Seite. Ist so komisch blau und ja, cremefarben. Das ist nicht blau, sondern das ist grau mit dem, ja, goldenen Farben. Ja, blau. Blau und Gold kann man sagen, ja. Hm? Grau ist ja nichts. Wie Sie wollen, ja, das ist kein Problem. Ja. Okay, dann sehen Sie jetzt anmelden. Ja, und als erstes fällt gleich der Anydesk und hin wir auf. Aber gut, wir gehen mal auf anmelden, ja. So, jetzt genau. Bin ich da drauf. Genau, Sie brauchen keine Anydesk gerade, sondern Sie brauchen Anmeldung, ja. Und na Mensch, hab ich eigentlich Glück. So, soll ich jetzt bei Anmelden draufdrücken? Genau. Ja, bin ich jetzt und dann, was soll ich dann machen? Dann schreiben Sie Ihre E-Mail-Adresse, was Sie angegeben haben, also gerold.steiner@mdzfan.de, ja, und das Passwort? Die Passwort ist einmalige Passwort. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stimmt's? Nein. Dann großes A, kleines A, ja? Großes A, kleines A und dann 1 bis 6? Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann weiß ich schon mal, welches System dahinter steht. So, genau. Ja, ist auch genau das gleiche System, was zu dem Passwort passt. Gut, dann machen wir mal weiter. Was soll ich da jetzt machen? Was sollen Sie jetzt machen? Sie sollen jetzt Ihr Profil ausfüllen. Ist es so gewollt, dass jetzt zweimal Dashboard und zweimal Finanzen und zweimal Handel und zweimal mein Profil und zweimal WebTrader übereinander steht? Genau. Ist es so gewollt? Weil das ist wenn ja kaputt hier. Wenn Sie das hier mit dem Computer machen und erneuern Ihre Dashboard, Ihre Seite, dann wird das korrigiert, ja? Nee, das ist falsch. Nicht falsch, sondern von Ihrem Google. Ist nicht von meinem Google, ich bin nicht in Google. Ich bin auf Ihrer Webseite. Okay, Sie benutzen Google Chrome oder irgendeinen Browser, Internetbrowser, sonst hätten Sie im Internet nicht, ja? Ja. Dann das Problem ist, da ist Ihre Internet langsamer und dann hat die Webseite nicht richtig eingeladen. Internet ist nicht langsam. Sonst gibt es Probleme. So, jetzt ist die Musik im Hintergrund wieder an. Jetzt ist die Musik wieder aus. Weil sonst reden wir hier nicht weiter. Wir sind kurz vorm Einzahlen, aber ich zahle nur Geld ein, wenn die Musik bei euch aus ist. Hier, Steiner. Gehen ja, Sie Frau, auf die mir den Portal. Namen noch nicht gesagt hat. Geh mal erstmal, steh mal auf jetzt und mach mal die Musik aus. Schauen Sie, ich habe meinen Namen schon gesagt. Ja. Sie hören mir nicht und Sie ja, dann sag mal deinen Namen. Ja, sag nein, mal Name. Ich wiederhole dann meinen Namen nicht mehr und ich will mit Ihnen nicht mehr auch weiter sprechen. Also wollen Betrüger also nicht, wollen Betrüger nicht alles nennen, was da so auf der Webseite ist, oder wie? Ja, der arme Mensch. Ach, ihr seid einfach Betrüger. Nur Abzocker und Betrüger, mehr Abzocker, seid ihr nicht. Ja, Abzocker. Ja. Unser Gespräch ist aufgenommen. Ja, also ganz genau, richtig. Und das kommt dann auch bei YouTube. Das kommt dann auch bei natürlich, YouTube. Natürlich. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich dir nicht. Oh, der nächste. Ja, hören Sie mich jetzt bei einer Lukas Reichsdorf an? Man könnte sagen, ich höre was, aber die Leitung ist scheiße, ja? Ist ein bisschen besser? Ja, minimal. Man könnte das Mikrofon mal gegen ein hochwertiges austauschen, dann wird es passen, ja? Okay. Herr Steiner, guten Morgen erstmal. Ja. So, ich melde mich von Unternehmen Warden VC bezüglich Ihrer zweiten Anmeldung bei uns. Ja. Herr Steiner, Sie wissen ja alles wahrscheinlich, wie das alles abläuft, weil das Ihre zweite Anmeldung ist. Ja, bei der ersten Anmeldung war die Mitarbeiterin scheiße und hat mich nicht vernünftig beraten. Okay, sagen Sie mir den Namen bitte. Was? Die Name von der Mitarbeiter. Ja, den weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das mag ich mir doch nicht. Braucht man ja sonst auch nicht. Okay, Herr Steiner. So, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass wir den Konto aktivieren und dass wir einen Termin für Sie vereinbaren bei dem Broker, benötigen Sie ja den Mindestbetrag zu haben von 250 Euro. Hm. Das wissen Sie, oder? Ja, soweit ist das erstmal klar, ja. Okay. Wenn Sie das mit mir jetzt tätigen, also die Überweisung von 250 Euro, bekommen Sie auch einen Willkommensbonus von 100%. Das heißt, Sie bekommen von unserem Unternehmen noch 250 Euro plus, ja? Herr Steiner,
Ihr gesamtes Staatskapital wäre dann 500 Euro. Was sagen Sie dazu, Herr Steiner? Wollen wir das machen? Ja, klingt ja ganz verlockend. Okay. Hatten wir so Herr auch Steiner, noch nicht. Ja. Haben Sie vielleicht Online-Banking zur Verfügung? Ja. Aber ich glaube, okay. Sie brauchen unbedingt mal irgendwie so ein Lutzbonbon. Ihre Stimme klingt so flitschig. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, so. Herr Steiner. Ja. Wie gesagt, Herr Steiner, Sie können sich jetzt einmal einloggen bei Ihrer Bank. Und sobald Sie beim Empfänger sind, sagen Sie mir ruhig Bescheid, dann buchstabiere ich unsere Bankdaten. Mhm. Ja. Sobald wir da fertig sind mit dem Überweisung von 250 Euro, wie gesagt, kann ich ja dieses Bonus für Sie gut schreiben. Mhm. Und wie gesagt, dann machen wir ja nochmal einen Termin in den nächsten 10 oder 15 Minuten maximal bei dem Broker. Mhm. Wollen wir das so machen? Ja, meinetwegen. Also soll ich mich nicht erstmal bei euch auf der Webseite einloggen? Wie gesagt, Herr Steiner, ich kann Ihnen auch die Zugangsdaten jetzt geben. Hm. Haben Sie was zum Schreiben? Nee, zum Schreiben nicht, aber ich kann mal kurz an den Computer gehen und dann kann ich das da eintippen. Brauche ich okay, mir ja gleich aufschreiben, denn das kann man ja alles speichern und so. Machen. Sie bekommen jetzt eine E-Mail von mir, Herr Steiner. Einen Moment. Also mit E-Mail ist bei mir immer so eine ganz schlechte Idee. Weil die dauern bei mir immer ganz lange. Also wie ich das weiß, kommt ja die E-Mail sofort bei Ihnen, also in 2 Minuten, ja, nicht mal. Ein Moment. Wir können es gerne probieren, aber wenn es nicht kommt, dann war es nicht mein Fall. Okay. Dann habe ich das also gesagt. Also wir versuchen einmal. Ja. Was war denn da los mit Mitarbeiterin? Was ist da passiert? Mitarbeiterin war halt einfach unfähig und scheiße. Konnte kein vernünftiges Deutsch. Okay. Ja. Und die Namen wissen Sie nicht, oder? Nö, das hat ja keiner verstanden, da was die da gesabbert hat. Okay. So. Wie ich das weiß, alle machen deren Job hier gut. Oh ja. Das wundert mich ein bisschen. Aber ja, gibt's ja Fälle. So, ich habe Ihnen jetzt gerade eine E-Mail weggeschickt, also die E-Mail heißt Lukas Breit. So, ich. Gucken Sie bitte einmal nach. Ja, ich mache mal mein E-Mail-Postfach auf. Wenn der nicht auf dieses normale Eingang ist, der E-Mail, ja, kann sein, Herr Steiner, dass auf diesen Spam-Ordner gelandet ist. So habe ich es nicht bekommen. Lautet Ihre E-Mail, einen Moment bitte, schau mal einmal nach. So, gerold-steiner@md, zweimal Cäsar, friedrich-ulrich-nordpol.de, ist das richtig? Ja. Okay, dann weiß ich nicht, was da passiert ist. So, Herr Steiner, schreiben Sie einmal Ihre ID-Nummer bei dem PC. Wohin denn? Also schreiben Sie erstmal wardenvc.com. Ja, können Sie mir das buchstabieren? Also Walter. Anton. Richard. Ja. Dora. Ja. Emil. Ja. Nordpol. Punkt. Also nein, Entschuldigung. Hat geklingelt. VC. Ja? .com. Ja. Lädt jetzt hier? So. Was sehen Sie da jetzt? Jetzt sehe ich hier so einen hässlichen Typen mit einer roten Seite. Okay. Das ist ja richtig. So. Das ist aber einer, ja? So. So, wenn Sie jetzt bei Einloggen drücken. Bei, ja, habe ich gemacht, ja. Genau, dann schreiben Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse, bitte. Ja. Wenn Sie fertig sind, sagen Sie mir Bescheid, dass ich den Passwort buchstabiere. Wenn ich fertig bin, nehme ich in der Regel Toilettenpapier.
So, Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein. Großes A, kleines A. Großes B, Paula. Ach, dann nehmen wir jetzt mal das P und dann kleines P, stimmt's? Nein, nein. Nee. Hören Sie auf mich zu, bitte, ja? Hm. Dann kommt ein großes Wilhelm. Ein großer Willi, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kleines Caesar. Mhm. Kleines Bertha. Ja. Großes Paula. Ja. Großes Wilhelm. Was für ein Ding? Großes Wilhelm. Ach ja, ein großer Willi, hm. 1, 2, 3. Ja. Kleines Caesar. Hm. Und kleines Dora. Also Bertha, Entschuldigung. Jetzt bin ich verwirrt. Soll ich D oder B drücken? Also D. Also D, also wie Dödel. Genau. Okay, habe ich, ja. Wollen wir dann noch Sonderzeichen nehmen, oder? Nein, können Sie mir einmal wiederholen, den Passwort? Nee, das sehe ich ja hier in dem Fenster nicht. Da sind doch lauter Punkte. Aha, okay. Versuchen Sie jetzt einmal, sich zu einloggen, bitte. Einloggen, ja. Hm. Ne, geht nicht. Passwort falsch. Überprüfen E-Mail oder Passwort. Okay, dann machen wir wieder den Passwort, ja. Machen wir noch. Ach, guck mal, hier kann man ja so ein Auge drücken. Den hätte ich auch sagen können. Hier steht, genau. Hier steht großes P, großes W, 1, 2, 3, kleines C, großes B, großes P, großes W, 1, 2, 3, nein, nein, CD. Nein, 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 so, ich sag Ihnen so. Ja. Großes Paula, großes Wilhelm, ja. 1, 2, 3, ja. Kleines Caesar, kleines Dora. Moment, also eine kleine Dora und keine große Bertha. Genau. Ja, hm? Genau, klein. Dann kommt großes Paula. Ja, P sollte immer groß geschrieben Willi. Werden. Was kommt dann? Oh, jetzt klingelt mein großes Telefon schon Willi. Wieder. Ein großes, ein, noch einmal, oder wie? Nein, nach großes Paula kommt großes Willi. Ach, ein großer Willi, ja, hm? Dann kommt 1, 2, 3. Ja. Wieder kleine Caesar und wieder kleine Dora. Eine kleine Dora habe ich, ja? Jetzt genau. Probieren wir das nochmal. Genau. Jetzt dödelt hier der Kreis wieder. Jetzt bin ich drin, jetzt habe ich drei Kreise vor mir, die rumdödeln. Jetzt steht da überall eine Null bei den Kreisen. Okay, also Sie sind jetzt drin, ja? Ich würde sagen, ich habe es geschafft, ja. Hm? Okay, super für Sie. So, sagen Sie mir jetzt, machen Sie vielleicht die Überweisung von dem Handy oder von dem PC, wenn ich fragen darf? Hören Sie mal, ich gehe mal ganz kurz auf der anderen Leitung hier ran. Ja, hallo? Ja, können Sie mich in eine Stunde oder so nochmal anrufen? Stunde. Ja. Jo. So, ja, da war gerade so eine komische Tante dran. So, jetzt können wir wieder. Was soll ich machen? Ich würde das über das Telekommunikationsendgerät machen. Okay, dann lassen Sie mich bitte auf Lautsprecher und wie gesagt, loggen Sie sich einmal bei Ihrer Bank. Ja, mache ich. Okay. So, was soll ich denn da eintragen? Ja, wir tätigen ganz normale Überweisung. Wie gesagt, ich sage Ihnen dann den Empfänger, IBAN und Verwendungszweck. Hm. Bei welcher Bank sind Sie, wenn ich fragen darf? Bei der Sparda Bank. Okay, da haben Sie ja eine Option zu Auslandüberweisung oder SEPA, muss das stehen, Herr Steiner. SEPA steht da, ja. Okay, dann drücken Sie auf SEPA. Ja. Da kommen Sie jetzt bei dem Empfänger, ja? Genau, den brauche ich jetzt. Okay, ich buchstabiere dann. Alle großen Buchstaben bitte, ja? U wie Quelle. Ein U wie Quelle. U wie Quelle. Ein U wie Quelle, ja? Hm? Q, also nicht U, sondern Q. Ach, ein Q, also ein O mit einem Strich, mit einem Zipfel. Genau. Ein weibliches genau. O sozusagen. Ach nee, das ist ja ein genau. Männliches O. Gut, ja, genau. Weiter. Dann machen wir U wie Ulrich. Dann nehmen wir jetzt das richtige U, ja? Genau. Muss ich das groß oder klein schreiben? Alles ist groß. Ja, dann nehme ich da einen großen Buchstaben, ja? Hab ich. Oh, das geht doch viel zu schnell. Also jetzt sag mal Q, U und dann ein großes O, ja? Genau. Und dann? Dann kommt ein T oder
Also T wie Theodor Fall. Genau. Ja. Habe ich? I wie Ida. Ein I, ja. D wie Dora. D wie Dora habe ich, ja. Da haben wir wieder ein I da. Noch ein I, ja. Hm. Dann Anton. Anton, ja. Und am Ende haben wir Nordpol. Ja. Dann machen wir einmal Leerzeichen, zweites Wort, alle große Buchstaben wieder. Ha. Cäsar, Richard. Nicht so schnell. Nicht schubsen, also sonst kommen wir hier durcheinander. Also ein C und ein R habe ich jetzt, ja? Genau, dann machen wir U wie Ulrich. Ja, das können wir auch machen, ja. S wie Siegfried. Ein was? S wie Siegfried. Ja. A wie Anton. Ja. D wie Dora. Hm. Einmal E wie Emil. Ein E wie Emil, ja. Dann machen wir Leerzeichen, drittes Wort, wieder große Buchstaben. Mhm. Ulrich. Ja. Nordpol. Ja. Ida. Ja. Paula. Ja. Dann machen wir Leerzeichen, letztes Wort, wieder große Buchstaben. Mhm. Ludwig. Mhm. Dora. Ja. Anton. Ja. So, da haben wir den Empfänger, Herr Steiner, ja? Und was soll das heißen? So, das, also der Empfänger ist fertig. Dann machen wir jetzt den Ebert, ja? Ja, aber was soll denn das heißen? Das sind ja, das kann ich nicht lesen. Gutadian Crusade Uni LDA haben Sie. Ja, aber was soll denn das heißen auf Deutsch? Ja, das ist unsere Partnerbank in Portugal, Herr Steiner, ja? Habt ihr auch eine deutsche Bank? Haben wir nicht. Wir haben viele Partnerbanken, ja. Diese Bank ist dafür da, Herr Steiner, wenn wir gleich Profite erzielen, dass wir nicht dieses deutsche Steuer bezahlen von 27%, ja. In Portugal haben wir ja 13-17% zu zahlen. Ist ja besser für Sie und für uns auch, ja. Ich würde lieber meine Steuer in Deutschland bezahlen. Ja, das ist das. Wir haben nicht deutsche Bank. Weil Sie gesagt haben, dann zahlen wir mehrere Steuer. Und das lohnt sich nicht für uns, Herr Steiner. Naja, aber die Politiker wollen doch auch Geld verdienen. Ich meine... Ja, ne? Die Politiker sind ein bisschen verwirrt, sage ich mal. Sie sind verwirrt, ja, das glaube ich auch. Aber gut, dann machen wir jetzt mal weiter. So, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt habe ich die komische Buchstabenfolge hier, die ich nicht nachsprechen kann, ja? Okay, jetzt kommen Sie aus dem IBAN wahrscheinlich. Ja. Okay, dann buchstabiere ich den IBAN. Mhm. Paula Groß. Ja. Theodor Groß. Ja. 5-0. Was? Also 50. Wie? Also einmal 5 und einmal 0. Ach, eine 5. Ja, eine 5 genau. Habe ich, ja. Und dann? 0. Ja, habe ich auch die 0. Hm. Dann machen wir 0-1. Eine 0 und eine 1, ja. 7-0. Eine 7 und noch eine 0, ja. Dann haben wir 30. 13. Also eine 3? Und eine 0. Und eine 0, ja? Dann haben wir 2-6. Eine 2 habe ich, ja? Und eine 6. Eine 6, ja? Hm? 0. Eine 0. 3. Eine 3. 0. Ach ja, da ist die 0, ja? 4. Eine 4. Also 0 und dann nochmal die 0. Genau. Ja, und dann habe ich die nochmal, ja? Dann haben wir zweimal die Nummer 1. Die Nummer 1, zweimal? Mhm. Also 1 und nochmal die 1, ja? Genau. Dann haben wir 4. Eine 4, ja. Gucken 3. Sie da Fernsehen? Wie bitte? Gucken Sie da Fernsehen? Nein. Das hört sich so an, das ist so laut da bei Ihnen irgendwie. Ja. Ach so, Musik geht gar nicht.
Können wir die mal ausmachen? Weil ich kann mich da gar nicht konzentrieren. Ja, ich bin hier mit noch 10 Leute. Ja, gerade da müssen wir doch mal die Musik dann ausmachen, weil das ist ja schon nervig, dass da 10 Leute sitzen, aber dann da noch Musik drauf, da versteht man ja erst recht nichts mehr. Okay. Mach mal aus. Mach mal da. Die Musik aus. Ja? Okay. So, jetzt machen wir weiter. Ja. Ich habe hier 1-1 und dann eine 4. Okay, dann machen wir 3. Ja. 4. Die Musik ist noch an. Ja, ist ein bisschen leiser geworden. Nee, die ist immer noch laut. Ich gehe jetzt persönlich auszumachen, Herr Steiner. Ja. Einen Moment. Ja. Soll ich jetzt besser? Nee, ich hör die noch. Ja, wenn die Musik aus ist. Ja, die ist aus. Was machen wir jetzt? Sagen Sie mir jetzt. Weil ich muss ja weiter. Ja, jetzt höre ich keine Musik mehr. So, jetzt können wir weitermachen, ja? Wo sind Sie geblieben jetzt, Herr Steiner? Ich bin jetzt hier, ich wiederhole mal nochmal, ja? Okay. Da steht PT, dann eine 5, ja? Ja, weiter. Dann eine 0. Noch eine 0. Jawohl. Dann habe ich eine 7. Dann eine 1. Eine 0. So, Herr Steiner. Ja? Warum habe ich das Gefühl, dass ich jetzt einseitig verarscht habe? Wieso? Was ist denn falsch? Ja, irgendwie kapiere ich das nicht. Warum was nicht? Ich mir mache. So, ich mache den IBAN von vorne an. Hören Sie gut auf mich zu, ja? Ja, Sie werden langsam genauso unfreundlich wie die andere Tante. Na, ich bin doch nicht unfreundlich, Herr Steiner. Aber wie gesagt, ich habe noch 200 Leute, die ich anrufen muss. Und Sie machen mir jetzt eine Krawall wegen der Musik. Naja. Ich verstehe das nicht. Weil das die nervt. Die Musik ist ja ganze Zeit hier. Ja, das gehört sich aber nicht so für Bankgeschäfte. Ja, wissen Sie, wir lieben alle Musik zu hören. Ja, aber nicht auf Arbeit. Besser. Auf Arbeit ist man Nein. arbeiten, das soll keinen Spaß machen. Ja, sehen Sie? Also machen wir keinen Spaß, weiteres Spaß und wollen wir das zu Ende bringen, oder? Na genau, dann sag mal da nochmal die Nummer, wenn da was falsch ist. Okay. Ich buchstabiere wieder von vorne, ja? Ja. Paula Theodor Groß. Ja, hab ich. Ich mach nochmal alles weg, dann kann ich nichts falsch machen. Moment. Ein großes P, ein großes T, ja? Die Nummer vom Tisch? 5-0, ja. 0-1? 0-1, ja. 7-0? 7-0, ja. 3-0? 3-0, ja. 2-6? 2-6. 0-3? 0-2. Also 3? Also 0-2-3 oder die 0-3. Nein, die 0-3. Ja, hab ich. 04. Zweimal die 0. Also 00, ja. Zweimal 1. 11. 43. 43. 42. 42. Und die Nummer 8 am Ende. Und die Nummer 8, ja. So, da haben wir den IBAN, Herr Steiner. Bei Betrag machen Sie 250, bitte. Ja, warten Sie. So. 350,00. Genau. So, und bei Verwendungszweck... Ich würde 250 und 50 Cent, dann haben Sie ein bisschen Trinkgeld. Danke Ihnen. Danke Ihnen, Herr Steiner. So, bei Verwendungszweck, Sie schreiben Ihre ID-Nummer dran, ja? Also Ihre ID-Nummer lautet... Ja. 131... 131 088 088 97 97, ja. 06 06, ja. Genau. Tätigen Sie jetzt die Überweisung, Herr Steiner? Nee, da muss noch, da steht noch Swift. Swift. Okay. Ich buchstabiere den Swift. Ja. Große Buchstaben, bitte. Cäsar.
Anton? Ja. Gustav? Das habe ich nicht verstanden, da war einer laut im Hintergrund. Gebi Gustav. Also, nach dem A. Nach dem A kommt ein G wie Gustav. Jetzt waren die wieder alle so laut, das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Also, ich mache das von vorne, okay? Ja. Cäsar. Anton. Ja. G wie Gustav. Ja, jetzt habe ich das da, hm? Okay. L wie Ludwig. Ja. P wie Paula. Ja. T wie Theodor Fall, ja. Genau. Dann wieder P wie Paula. Ja. Und einmal L wie Ludwig am Ende. Ja. Jetzt steht da Kackel, P, kann man nicht sprechen. Also. Ja, aber es ist so richtig. Ja. Wie gesagt, tätigen Sie jetzt eine Überweisung, Herr Steiner. Ach so, ja. Was ich von Ihnen brauche, wenn Sie da fertig sind mit den Überweisungen, ist ja ein Foto von dem Beweisen belegt. Haben Sie vielleicht WhatsApp, Herr Steiner, bei Ihrem Handy? Wie macht man das? WhatsApp? Das mit dem Beleg? Also wie gesagt, wenn Sie jetzt die Überweisung tätigen, ja, und wenn Sie vielleicht WhatsApp haben bei Ihrem Handygerät, ja, dann können Sie mir einmal fotografieren und dann können Sie mir das einmal schicken per WhatsApp. Haben Sie denn WhatsApp? Nee, WhatsApp habe ich nicht. Aber wie soll ich das jetzt mit dem Handy fotografieren, wenn ich mit dem Handy die Überweisung mache? Machen Sie erstmal die Überweisung. Ja, habe ich. Ist das fertig? Das ist raus, ja. Okay. Dann, Sie haben also gar keine WhatsApp bei Ihrem Gerät. Okay. Dann können Sie mir einmal per E-Mail diese gleiche Foto als Anhang senden. Ja. Geht das? Das geht ja. Also, na, aber wie? Aber die Frage ist wie? Also, wenn ich jetzt. Ja. Weil ich kann ja nicht mit dem Handy das Handy selbst fotografieren. Also. Ja, ich verstehe, aber Sie können einmal. Haben Sie PC wahrscheinlich zu Hause, oder? Ja, sowas habe ich zu Hause. Ja, drücken Sie einmal den. Drücken Sie einmal den Überweisung, ja? Und dann einmal scannen Sie das bei PC und Sie können mir das als Anhang senden bei dem E-Mail. Na, ich habe ja das Konto habe ich ja im Handy drin, aber das Handy ist nicht am Drucker. Haben Sie denn jemanden, der WhatsApp hat? Müsste ich mal überlegen. Weil das ist ja leichter, Herr Steiner, für Sie, wenn Sie eine andere Handy nehmen und einfach den Handy, wo Sie Überweisung gemacht haben, nur einmal den Bildschirm einmal fotografieren, ja, wo da steht, dass Sie das überwiesen haben bei uns. Und wie gesagt, das ist ja da fertig. Ja, aber ich kenne nicht so welche, die auch WhatsApp haben. Ja, dann versuchen Sie das über E-Mailing Sie zu machen. Also loggen Sie sich dann bei Ihrem PC, bei Ihrer Bank, sage ich mal, von PC. Und dann drücken Sie das einmal aus und wie gesagt, Sie können mir das dann schicken per E-Mail. Als eine Anhang. Sie wissen ja, wie das geht wahrscheinlich. Nicht so richtig, nee. Aber das ist leicht, Herr Steiner. Habe ich noch nicht machen müssen. Also wie gesagt, sobald ich das Foto dann habe, Herr Steiner, von Ihnen, dann rufe ich Sie ja sofort an, dass wir einen Termin vereinbaren. Schreiben Sie bitte unsere WhatsApp-Rufnummer, bitte, Herr Steiner. Na, aber ich habe doch gar kein WhatsApp. Ja, falls Sie irgendwie WhatsApp finden in der Zwischenzeit. Nee, WhatsApp kann man ja nicht finden, WhatsApp muss man runterladen. Ja, warum machen Sie das nicht? Weil ich Betrügern meine WhatsApp-Nummer nicht gebe und Betrüger mir am Telefon ihre IBAN durchbuchstabieren lasse. Und die Betrüger können sich dann hinterher selbst auf YouTube hören. Also Sie sagen mir jetzt ganz klar, dass ich Betrüger bin, oder was? Nicht nur Betrüger, sondern auch Abzocker. Abzocker? Ja. Ich zock dein Leben, weißt du das? Du bestätigst gerade meine Meinung über dich, ne? Das weißt du schon. Weißt du was? Weißt du was? Du kannst ja doch nichts machen, du Opfer. Nö, kann ich nicht, aber ich kann dich online stellen bei YouTube und dann fallen weniger Leute auf deine Masche ein. Du kannst den Mund nehmen, du Opfer. Du bist behindert. Du beweist gerade deine Intelligenz. Hast du vielleicht eine Schwester oder Mama? Beides, ja. Soll ich dir die mal ausleihen? Nein, ich will dir noch was beweisen, mein Lieber. Ja, dann mach mal. Weil du hast nichts Besseres zu tun zurzeit. Vielleicht bist du auch schwul.
Das stimmt tatsächlich sogar, ja. Ja, magst du den Arsch? Ja. Liebst du das? Mhm. Und Sperma zu schlucken? Mhm, nicht unbedingt, aber ja, gehört auch mal dazu, ne? Du bist so wie alle scheiße deutsche Schwulen, Alter. Ja, ich glaube, die größten Schwuchteln reden selbst darüber, ne? Ja, wann denn? Ist sie besser. Ja, jetzt wieder da. Ja, ja, also... Wie gesagt, es tut mir leid, natürlich, ich habe angerufen, weil sie bei uns gelandet sind. Ja. Und ich wollte, dass sie richtig bei den richtigen Firma landen können. Ja. Beim Platinex, da wo sie gerade eben eingeloggt sind. Deswegen habe ich gesagt, lege sie bitte auf, weil wusste ich nicht, mit wem habe sie zu tun. Ja, da war erst eine Frau dran und dann war da auf einmal ein Mann dran, die waren ganz komisch. Komisch? Was haben die gesagt? Ja, na, die wollte als erstes gleich meine Kreditkarte und 250 Euro haben. Kreditkarte 250 Euro an? Okay. Ja. Verstehe, erstmal, ich bin hier, damit Sie auch verstehen können, ja, wie das Ganze funktioniert, den Plattform zu zeigen, zu erklären. Hm. Die Entscheidung treffen Sie immer selber, okay? Hm. Natürlich, es geht um ein Handelskonto, das Sie selber geöffnet haben, vor ein paar Sekunden. Es ist natürlich geöffnet, wenn Sie angemeldet sind. Und wollte ich fragen, haben Sie Erfahrung an Online-Geschäfte oder ist es nur das erste Mal für Sie? Ne, gar nicht. Also ich habe mich hier das erste Mal bei die Höhle der Löwen angemeldet und auf einmal rufen ganz viele Leute gleichzeitig an. Also vielleicht habe ich viele Anmeldungen gleichzeitig gemacht. Ich habe nur eine gemacht. Herr Stein, normalerweise bei unserer Firma, Sie haben eine große Sicherheit, durch ein Softwareprogramm mit den Händen zu beginnen, eine automatische Trader und extra ein Finanzberater hilft für jemanden, der spezialisiert an diesem Bereich ist. So bei uns, Sie bekommen beide Optionen, damit Sie eine große Sicherheit haben können. Natürlich, es geht um ein Handelskonto aktivieren, aber es geht nicht um eine richtige Einzahlung. Es geht um eine Investition von Ihrer Kreditkarte auf Ihr Handelskonto. Ja. Sie machen alles selber. Alles wird transparent sein, okay? Ich bin hier dabei zu helfen. Also ist alles durchsichtig. Kann man überall durchgucken. Natürlich. Sagen Sie mir bitte, Herr Stein, wie weit sind Sie noch? Was schauen Sie gerade? Beschreiben Sie mir bitte. Na, die andere Dame hat mich gerade dazu gezwungen, mein E-Mail-Postfach aufzumachen. Und zwar sofort, hat sie gesagt. Nochmal bitte? Ja, ich sollte ja mein E-Mail-Postfach aufmachen. Deswegen gucke ich gerade auf meine E-Mail. Also, gehen Sie bitte auf Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Ich schicke den Link von Platinex. Ja. Von deinem Handelskonto. Ja. Und ich kann heute ein sehr superes Angebot für Sie machen, einen Bonus auch dazu geben, okay? Ja. Also, ich habe mit dem Betreffslink den Link von Platinex geschickt. Ach, per E-Mail haben Sie das geschickt. Aber das dauert bei mir immer eine Weile mit E-Mail, ne? Also, gerol-stein@mdccfun.de. Ja, genau. Genau, ich habe mit Betreff Link geschickt. Aktualisieren Sie bitte Ihren Posteingang, checken Sie bei Spam oder bei Junk-Nachrichten. Ja, da gucke ich auch nochmal rein. Aber dann dauert es jetzt eine Weile, ne? Weil wenn ich auf Spam drücke, Kein Problem. Über 100.000 E-Mails drin. Das dauert ganz lange beim Laden. Kein Problem, den letzten E-Mail werden Sie anschauen. Nur stellen Sie mich auf Lautsprecher erscheinen. Ja, das ist kein Problem. Okay, dann. Oh, jetzt nehmen Sie hier schon Zeit. Wieder jemand an. Einfach legen Sie auf. Ich werde erklären und helfen. Okay. Wir rufen ganz schön viele auf einmal an. Keine Sorge, Herr Stein. Sie sind auf den richtigen Firma gelandet. Also, haben Sie mit Betreffslink von laura.robert@platinex.co haltet? Ja, der Spam-Ordner, der lädt noch. Das dauert jetzt, wie gesagt. Da sind über 100.000 E-Mails drin. Okay. In einem Monat jetzt schon. Haben Sie einen Computer mit Internet oder ein Handy? Ich habe beides, ja. Beides. So, also bei Spam ist nichts drin. Dann gucke ich nochmal auf Posteingang, weil da ist was Neues gekommen. Da habe ich jetzt von info@bitpop... Nein, von Laura. Nee, da habe ich noch nicht bekommen. Nee, denn Laura ist nicht dabei. Ich schicke es nochmal. Ja. Hier, komm, jetzt kommt hier noch eine. Welcome to Bitpops. Ich schicke das nochmal. Ja. Aktualisieren Sie das bitte. Daily FX kommt ja auch gerade eine Nachricht und noch von Naga-Team. Von laura.robert. Nee. Also hier kommen welche, aber irgendwie dauert das gerade. Kein Problem, Herr Stein.
Ich kann für Sie buchstabieren. Die Webseite? Ja, die Webseite. Ah, ja, das ist gehen sehr Sie schön, ja. In Google bitte, ganz oben, wo man den Link schreibt auf den Computer, schreiben Sie P wie Petra. P wie Petra, ja. L wie Ludwig. Ja, habe ich. A wie Anton. Ja. T wie Theodor. Ja. C wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. E wie Emily. Ja. Ein X. Ja. Punkt C-O. Cesar Otto. Ohne M am Ende, bitte. Ja. Und es kommt sofort eine schwarze Seite. Ne, jetzt habe ich hier eine weiße Seite mit blauen Links. Ich sollte ja bei Google eingeben. Platinex.co. Haben Sie gegeben? Habe ich bei Google eingegeben, ja. Ja, was kommt jetzt? Kommt die erste Option? Jetzt kommen die Google-Suchergebnisse. Haben Sie es gefunden? Na, was soll ich denn machen? Also, sehen Sie die schwarze Seite? Nee, die Google-Ergebnisse sehe ich jetzt. Ich sollte doch bei Google suchen. Ganz oben, wo man den Link schreibt. Nicht bei Google. Ganz oben, wo man den Link schreibt. Na, aber gerade eben haben Sie noch gesagt, ich soll das bei Google eingeben. Ganz oben, wo man den Link schreibt, bitte. Ja, aber das ist ja dann nicht mehr Google. Nein, nicht mehr Google, oben. Ja, dann schreibe ich das jetzt da rein. Dann müssen Sie nochmal buchstabieren. Ein P wie Petra. Ein L wie Ludwig. Ja. Ein A wie Anton. Ein T wie Theodor. Ja. Ein I wie Ida. Es ruft schon wieder jemand an jetzt hier. Ja. Ein N wie Nordpol. Ja. E wie Emily. Ja. Ein X.co. Ohne M am Ende. Ja. Cesar Otto. Platinex.co. Ja. Jetzt sehen hab Sie jetzt die Seite? Jetzt habe ich hier eine weiße Seite mit einem gelben Vogel und ein gelbes anderes Ding. Mit einem Vogel? Ja, da ist ein Vögelchen drauf. Das sieht ganz niedlich aus. Okay. Wir machen es so. Auf Ihrem Computer haben Sie AnyDesk oder TeamViewer? Nein. Nein. Können Sie bitte AnyDesk herunterladen? Nein. Damit ich von meinem Computer auf Ihrem Computer helfen kann? Nein, das machen wir nicht. Machen Sie es. Okay, dann machen wir es so. Ich werde Sie erklären, okay? Ja. Und ich werde von meinem Finanzbüro alle machen, okay? Am Ende bitte, Sie müssen das bestätigen. Ja. Natürlich, wir haben viele Angebote für Sie heute. Wenn Sie bei uns mit einem silberes Konto handeln möchten, Sie haben die Möglichkeit, ab 500 Euro weiterzugehen, extra 250 Euro Bonus von der Plattform zu bekommen. Ja. Ab 1.000 Euro bekommt man ein goldenes Konto. Sie haben die Möglichkeit, bei den neuen Projekten zu beschäftigen und heute 500 Euro extra zu nehmen. Was denken Sie dazu? Welche Konto interessiert Sie? Das Beste. Nochmal? Also so, wie Sie sagen, ja. Mit welcher Summe möchten Sie weitergehen? Na so, was soll ich denn geben? Sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie weitergehen? Einzahlung machen. Na, dann nehme ich 50. 250? Nee, 500 oder 1000 Euro? Na, geht nicht erstmal 50? Nein, geht es nicht. Minimum ist 250. Das ist aber silberes ganz schön Konto, viel. Silberes Konto sind 500 Euro, goldes Konto 1000 Euro. Gibt es auch ein andersfarbiges Konto? Nein, es ist nur 250 Euro Minimum. Fangen wir erstmal klein aus. Ja. Was für eine Kreditkarte benutzen Sie bitte? Visa oder Master? Eine Kreditkarte? Ja. Da muss ich mal in mein Portemonnaie gehen. Okay. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Soll ich da mal gucken gehen? Ja, schauen Sie erst mal. Ja, dann gucke ich mir das mal an. Moment. So. Ja, da habe ich mir so schön gemütlich gemacht. Müssen Sie immer mitten in der Nacht arbeiten? Haben Sie es gefunden? Ich suche noch. Aber ich dachte, ich mache vielleicht so ein bisschen Schmaltalk in der Zwischenzeit. Liebe, Sie werden bestätigen, keine Sorge.
So, jetzt habe ich hier mein Portemonnaie. Genau. So. Und da muss ich mal gucken, da sind ja meine ganzen Karten drin. So, da habe ich hier den Personalausweis, den brauchen wir nicht. So, dann habe ich hier meine Knacks-Club-Karte, die ist auch von der Bank. Aber da kann man nicht mit, das ist keine Kreditkarte. Keine Kreditkarte? Ich muss mal gucken, da kommt aber noch eine. Ich habe jetzt erstmal meine Knacks-Club-Smart-Card. Für den Knacks-Club von der Sparkasse. So, jetzt habe ich hier Cinemax-Club. Liebe Visa oder Master, habe Sie schon? Na, ich bin noch nicht so weit. Ich muss erst mal gucken. Wissen Sie, wie viele Karten hier drin sind? Das sammelt sich auch immer an. Haben Sie auch so viele Karten? So, jetzt habe ich hier eine, die... Da steht Vista drauf. Kein. Ja? Kreditkarte, Visa oder Mastercard, haben Sie schon? Ich habe jetzt hier so eine Karte, da steht Vista, eine Vista-Karte. Die erste Nummer was ist? Die erste Nummer, von da stehen viele Nummern. Welche Nummer soll ich dann nehmen als erste Nummer? Die erste Zahl von der Kreditkarte. Na, hier haben wir Verfallsdatum und CVV. Welche Nummer brauchen Sie denn da jetzt? Die 16 Ziffern, die erste Nummer von die 16 Ziffern. Ach, was ist? Die ganz lange meinen Sie, na, dann sagen Sie das doch. So. Was ist? Da steht eine 4. 4? Ja. Okay, lesen Sie mir bitte weiter. Weiterlesen, also die anderen auch noch. Ja, 16 Ziffern. Ja, das ist dann die 1612, 9000... Das ist die 1 per 1. 1 per 1. Nach der 4 kommt 4? Ja. Ach so. 4? Also, ach so, Sie wollen das langsamer. Genau. Ja, dann eine 4. Also eine, ja. Also das ist die erste, ja? Ja, lesen Sie weiter. Ja, dann eine 1. Ja. Dann kommt eine 6. Ja. Dann kommt eine 1. Ja. Ja. Dann haben wir eine 2. Eine 2? Ja, eine 2. Ja. So, dann kommt eine 9. Okay. Dann kommt eine 0. Ja. Eine 2. Ja. Eine 8. Ja. Dann kommt noch eine 8. Ja. Dann kommt noch eine 8. Ja. Dann kommt eine 4. Ja. Dann eine 5. Halt. War ich zu schnell? Ja, die 5. Was kommt jetzt? Ach so, ja, dann eine 6. Eine 5, eine 6 und dann? Dann eine 3. Ja. Und noch eine 3. Okay. Bei welcher Bank sind Sie bitte? Wie heißt der Bank? Na, hier steht Visa. Visa von welcher Bank? Bankname. Da steht Amazon drauf. Amazon? Ja. Hallo? Ja? Ja? Moment bitte. Es muss Kreditkarte von einer Bank sein. Sparkasse, Volksbank. Na, das... Damit bezahle ich bei Amazon. Was steht da drauf? Einfach sagen Sie mir, was für ein Name von der Bank ist. Na, da steht Amazon drauf. Amazon?
Ja. Hier steht eine Karte from United States. Ja. Amerika. Ja, da kommt mein Papa her. Der hat mir die mitgebracht. Ihr Papa kommt aus Amerika. Ja. Sie kommen auch aus Amerika. Nein, ich kann das nicht. Ich hab da Angst, weil die sind da mit Waffen und so. Alles klar. Danke, Herr Stein. Ja, Betrüger. Hallo, guten Morgen, Herr Stein. Hallo. Hallo, Anders Sommer hier von Bitte. Ja, schön. Wow. Es schallt, ne? Was? Ich höre mich doppelt irgendwie. Keine Ahnung, aber doppelt hält ja besser. Genau. Sehr witzig. Ja, Sie sind gerade bei uns auf der Webseite, ne? Bei Bitop. Bei was? Auf der Webseite von Bitop. Auf unserer. Sie haben sich ja eingetragen für die Software, ne? Für Bitcoin Software. Ja, genau. Ach ja, da ist die Seite, ja? Ich habe hier so viele auch. Ach so. Ja, genau. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht. Ihr habt mich doch angerufen. Nee, aber Sie haben sich natürlich bei uns eingetragen erstmal, deswegen frage ich ja, ob Sie da Fragen haben dazu oder Hilfe brauchen. Nicht, dass ich wüsste. Komisch, weil die Webseite, wie sind Sie denn draufgekommen, Bitop? Na, indem ich die geöffnet habe. Ja, und wie sind Sie draufgekommen? Ich meine, möchten Sie starten oder nicht? Sie können mir gerne sagen, ja oder nein, dann lösche ich das Konto. Na, ich denke schon, ja. Gut, dann brauchen Sie ja wahrscheinlich Hilfe, ne? Bankdaten oder irgendwas oder überhaupt erstmal kann ich Ihnen erklären, wie das Ganze funktioniert. Ach so. Sagen Sie. Na, brauche ich da Hilfe? Weiß ich ja nicht. Also ich habe mich ja jetzt erstmal angemeldet und dann habe ich mir einen Kaffee geholt und dann habt ihr schon angerufen. Ach so, alles ja gut, das meine ich. Sie haben sich aber angemeldet, ne? Ja. Ja, die Frage ist, ob Sie schon mal Erfahrung haben, ob Sie schon mal gehandelt haben oder ist das zum ersten Mal? Wissen Sie, wie das Ganze abläuft? Noch von eBay, ja. Bei eBay, da kann man ja auch handeln. Aber das ist ja hier, glaube ich, anders, ne? Ja, was eBay angeht, weiß ich nicht genau, wie es dort funktioniert. Aber bei uns, die haben sich speziell für eine Software eingetragen, ne? Mhm. Und wir starten diese Software sozusagen, dann läuft es vollautomatisch. Ja, hier war ja vorher in der Werbung, war ja, dass man da mit 250 Euro 20 Millionen rausholt. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Werbung Sie von 20 Millionen gehört haben. Also es läuft ganz logisch. Wir arbeiten natürlich Na, die mit ist ja vom Management. Die ist ja der Link heißt rakalaken.com oder irgendwie so. Die Höhle der Löwen macht deutsche Bürger reich. Ja, genau. Mit einem neuen Geheimsystem. Die Folge wird nicht ausgestrahlt, weil der Sender wütend ist. Ich sag immer was. Es ist so. Es gibt eine Software, die vollautomatisch für Sie handelt, statt Ihnen, ja? Mhm. Also Sie handeln nicht, das macht die Software. Und es gibt Firmen, sozusagen, die mit dieser Software arbeiten. Das ist eine der Firmen. Wie heißt die Software? Die Software, für die Sie sich registriert haben. Ja. Also bei mir steht nur Bitcoin-Software, wir arbeiten mit verschiedenen. Aber wir arbeiten mit Software, die nur sozusagen eine sehr hohe Erfolgsquote haben. Das kann ich in dem Fall hier gar nicht so genau sehen. Mhm. Aber die Sache ist, dass wir mit Risikomanagement arbeiten, egal welche Software wir benutzen. Nochmal, wie gesagt, es gibt Firmen, die arbeiten ohne Risikomanagement, das ist gleich einem Casino, das machen wir nicht. Wenn man das so macht, kann man sich an einem Tag alles verdreifachen, am nächsten Tag alles verlieren. Also es wird speziell eine Software beworben, dort werden solche Dinge gesagt. Wie man aber mit der Software umgeht, das ist schon mal ein Unterschied. Ja, also wir arbeiten da wirklich sehr mit Sicherheit, damit da keine Verluste gibt, damit sie langfristig Geld verdienen und keine Verluste machen. Deswegen, wir investieren eigentlich maximal 10%, nicht mehr als das. Und da können Sie ausrechnen, wie viel bei rumkommt. Aber Sie haben quasi ein Sparkonto, das funktioniert und Sie können jederzeit darauf zugreifen. So arbeiten wir. Na, es ist nicht so, dass mit 250 nach zwei Wochen Millionär werden, also sowas gibt es gar nicht, glaube ich. Aber das stand da. Ja, Red Bull sagt auch, dass es Flügel verleiht. Ja, ich meine, Werbung sagt einiges, aber man muss es realistisch betrachten. Und je nachdem, haben Sie denn schon mal sowas gemacht irgendwo außer eBay oder bei eBay hatten Sie Erfolg?
War das eine Software oder was war das genau? Nö, nee, bei eBay, da habe ich meine PlayStation verkauft und da habe ich dann noch Geld für bekommen, ja. Also gerade zu Corona-Zeiten, da gab es selbst für eine alte Konsole mehr Geld als vorher. Und das habe ich nicht mal also, so eingestellt. Ich habe mit einer Euro-Auktion und habe dann so eine ganz alte PlayStation 3 für 600 Euro verscheuert. So viel hat die nicht mal, so viel hat die nicht mal damals gekostet. Aber wie gesagt, ich hab ganz ehrlich nur mit 1 Euro Auktion. Also ich habe nicht irgendwie den Preis künstlich hoch. Das haben die alleine gemacht, die Käufer. Ach so. Ja, gut, aber das ist jetzt was anderes. Haben sie bei eBay, sie verkaufen Dinge, sie kaufen Dinge ein, sie geht es um die Börse. Ja, es wird gehandelt auf dem Markt. Ich würde sagen, es geht um Kryptowährungshandel. Und sie bekommen Gewinne davon. Ja, bei eBay kann man ja auch handeln. Da kann man ja fragen, ey, kannst du nicht noch 5 Euro mit dem Preis runtergehen und so? Ja, aber das ist doch was anderes. Sie haben sich doch für Online-Trading angemeldet. Ach so. Ja, na, weil wenn Sie sagen Online-Handel, das ist ja das. Nein, es geht um Kryptowährung. Also es geht um eine Plattform, die für Sie die eine Möglichkeit bietet, sozusagen mit allen möglichen Vermögenswerten zu handeln, in dem Fall um Kryptowährung. Und die Software übernimmt das Ganze für Sie. Das heißt, Sie müssen da gar nichts machen. Ne? Okay. Das heißt, wir empfangen Signale, die eingesetzt werden, die Ihnen quasi Gewinne garantieren. Ja? Ja. Das ist wie bei der Börse los, über unsere Plattform. Verstehen Sie, was ich meine? Es geht hier nicht um Einkaufen, Verkaufen. Sie machen das nicht. Ach so. Es geht um Kryptowährung, um den Wert eines einer Kryptowährung. Ne? Und wir quasi handeln um den Wert einer Kryptowährung. Wir sagen, okay, morgen wird es steigen und dann setzen wir Geld ein, so und so setzen wir ein, wenn es steigt, dann verdienen sie Geld. Wenn es fällt, verstehen Sie, man kann auch auf Fallen Geld verdienen, weil sie entscheiden, ob es steigt oder fällt. Okay. Ja, möchten Sie das testen? Ja, na klar. Minimum ist aber 250, Sie wissen das. Und wir setzen nur 10% ein. Dann sehen Sie, wie das Ganze funktioniert. Sie haben einen Monat lang Testzeit, Sie können jederzeit auszahlen. Wenn sie nicht zufrieden sind. Aber sie werden dann sehen. Können wir da nicht erstmal mit 200 Euro probieren? Also, das ist das Minimum, mit dem es gestartet wird. Ne? Das ist das, ich dachte, man kann bei Ihnen handeln. Dann würde ich um 50 Euro runterhandeln. Was meinen Sie? Sie zahlen einen Betrag ein und wir setzen das Geld bei der Software ein. Das kann man nicht. Städte kann man, Sie können jeden Betrag einsetzen, den Sie möchten, aber wenn Sie einstecken, das geht nicht unter 250 Euro. Na, ich habe mich gerade für einen fallenden Kurs entschieden, dann ist es jetzt nur noch 200. Sie können nicht mit mir handeln, unter 250 kann es nicht starten, wir haben jeden Tag Kunden, also das ist das Minimum, das sage ich Ihnen. Wieso handeln Sie mit mir? Das ist, wenn Sie bei uns... Wieso? Sie sind doch von einer Handelsplattform und da handelt man doch, oder nicht? Ja, aber man handelt nicht miteinander, sondern es gibt gewisse Regeln. Wenn Sie da mitmachen möchten, müssen Sie die Regeln beachten. Wenn Sie mit der Plattform selber handeln möchten, können Sie jeden Betrag eingeben oder handeln, wie Sie möchten. Aber Sie können nicht mit mir handeln. Ich entscheide das ja nicht. Minimum so. Ist 250, damit können Sie starten. Na gut. Dann machen wir das. Also 250, ne? Ja. Und wie möchten Sie das einzahlen? Haben Sie eine Kreditkarte? Weiß ich nicht. Dann müsste ich mal nachgucken. Ich glaube, sowas habe ich. Kennen Sie das Giropay? Das ist so eine Art Sofortzahlung. Sofortüberweisung. Nee, das weiß man gar nicht. Das kann ich nicht. Ich kann Ihnen gerne zeigen, wie es geht, und dann wird das, es ist quasi wie eine Banküberweisung, das wird bei Ihnen sofort quasi abgebucht über das Giropay, so ein bisschen wie PayPal. Nee, PayPal habe ich nicht. PayPal haben Sie nicht, ne? Mm-mm. Aber Giro, oder möchten Sie mit der Kreditkarte einzahlen? Na, ich gucke gerade, bin ja jetzt schon extra aufgestanden in die Küche. Und da liegt mein Geldbeutel. Da muss ich mal gucken, was ich da so für Karten habe. Ich nehme den mal mit, den Geldbeutel, am Computer. Na ja, kein Thema. So. Dann habe ich jetzt hier meine Karten. So, mein
meinen Personalausweis. Dann habe ich hier noch so einen anderen Ausweis. Und, ah ja, hier ist so eine Karte, da steht drauf Amazon. Damit kann ich auf Amazon was kaufen. Also haben Sie eine Visa oder eine Mastercard? Das geht nur mit Visa oder Mastercard, eine Kreditkarte. Das ist eine Visa-Karte. Okay, das heißt, es ist eine Kreditkarte, ne? Denke. Ja, aber haben Sie das schon mal benutzt? Ja, ne? Nur auf Amazon, ja. Ach so, gut. Eine Sekunde. Mhm. Dann würde ich sagen, ich würde Ihnen einfach den Link schicken, dann wir können das gemeinsam machen, das dauert nur 2 Minuten. Wenn Sie mir das per E-Mail schicken, dann dauert es mehr als 2 Minuten. Den Link müsste ich Ihnen schicken, wohin Sie einzahlen. Und dann müsste ich mit ihm zusammen, müsste ich ihm zeigen, wie das geht. Sie kaufen so eine Art Voucher. Na, aber sind Sie sich da sicher, mir das per E-Mail schicken zu wollen? Weil per E-Mail dauert bei mir ganz lange. Ach so, eine Sekunde, ich überlege. Weil bei E-Mail, hier kommt keine E-Mail unter 10 Minuten bei mir an. Ja, das ist kein Problem, ich schicke ihn und dann melde ich mich nochmal in 10 Minuten. Wieso, haben Sie schlechten Internetzugang? Nö, das habe ich nicht, aber das E-Mail-Postfach ist ganz langsam, weil da kommen am Tag, weiß ich nicht, also bestimmt so 4.000, 5.000 E-Mails und da habe ich jetzt schon in einem Monat fast 100.000 E-Mails zusammen. Oh Gott. Okay, ich sage Ihnen dann einfach mal den Link, aber Sie bräuchten dann trotzdem, Sie werden eine E-Mail-Bestätigung bekommen und dann müssten Sie mir quasi diesen Code durchgeben, aber dann würde ich mich später einfach bei Ihnen melden. Dann gehen Sie bitte einfach bei Viking. Warten Sie, ich mache so ein Fenster auf für Internet, ja? Ja. Denn wie schreibt man das? V-I. So wie Viking, ja? V-I, ja, Genau, dann K-I. K-I, Genau, M-G. Also M wie, Nee, M wie Natalie. Ach so, okay, ja, Und dann ein G. G, genau, und ja. Dann E-X hinten dran nochmal. E-X. E und ein X, Genau, .com. .com. Das ist ja ein komisches Wort. Ah ja, jetzt habe ich ja so eine, sieht aus wie eine Kinoseite mit einem Kinoticket. Also, ja, es ist so blau, ne? Mhm. Okay, super. Dann müssen Sie hier einfach Purchase Voucher, klicken Sie drauf. Gibt's das auch auf Deutsch? Da helfe ich Ihnen. Also, normalerweise müsste das auch auf Deutsch sein, dachte ich mir. Also, in allen Sprachen. Aber ich helfe Ihnen dabei, das ist überhaupt kein Problem. Gehen Sie auf Purchase Voucher, okay? Dann geben Sie 1 Euro, also beziehungsweise Sie klicken auf Euro. Und dann, Sie sehen, da ist eine verschiedene Auswahl. Sie sehen, da ist 250 Euro Voucher, ne? Und 20 habe ich hier. Ja gut, das hilft Ihnen nicht, weil bei uns können Sie nicht unter 250 starten. Genau, Sie haben das, aber Sie müssen bei 250 klicken. Wenn Sie mit 250 oder mehr starten möchten, gehen Sie auf Add to Cart. Kann man auch einfach 5x50 nehmen? Wozu denn? Na, weiß ich nicht, dann hat man einzelne. Nee, das ist einfacher mit 250, dann wird es dann auch, weil dann müssen Sie mir 5 Bestätigungen schicken. Eigentlich, bei uns, das System nimmt nicht unter 250 an, deswegen können Sie das nicht, ne? Aber Sie können so andere Dinge später das benutzen vielleicht. Aber und wofür nimmt man so die Webseite sonst? Weil das sieht ja aus wie so Kinotickets hier. Nee, das ist so, dass das Ganze quasi eine Möglichkeit ist, mit Euro einzuzahlen, damit es in Krypto umgewandelt und dann kommt es bei uns in Krypto an. Dann sagen Sie doch, das ist eine Kryptotauschbörse. Das ist eine Möglichkeit, einen Gutschein oder mit bestimmten Beträgen sozusagen einzuzahlen. Das ist sowas wie MoonPay zum Beispiel. Das kenne ich leider nicht. Nicht? Ja? MoonPay, die sieht schöner aus, die Seite. Die hat so Aprikofarben. Ah, okay. Ja, haben Sie sowas in der Art schon mal gesehen, ne? Ja, das sieht man ja gut öfters mal hier. Okay, dann klicken Sie auf 250 Voucher und dann gehen Sie auf Add to Cart. Ne?
habe ich. Hm. Und dann gehen Sie auf Checkout. Wo steht das? Eine Sekunde. Rechts oben. Also Sie gehen auf den, wie heißt es denn? Auf den, in Ihrem Einkaufswagen. Also Add to Cart heißt in den Einkaufswagen legen, ne? Da haben Sie draufgeklickt. Ja, auf Add to Cart, ja. Hm. Da genau. Und dann drunter haben Sie dann eine Anzeige View Cart. Das heißt anschauen. Also den Einkaufswagen anschauen. Oder oben haben Sie den Symbol und da ist eine 1. Ja, das habe ich. Da steht eine 1. Ja. Genau, klicken drauf. Ist wie bei Amazon, da liegt auch immer was drin. Genau, sehen Sie, und jetzt gehen Sie auf Checkout. Auf Checkout, ja. Genau, und jetzt geben Sie die Daten der Karte selber. Mhm. Oh. Was war das? Da hat irgendwas gerade im Telefon, war komisch. Nee, keine Ahnung, die Verbindung ist eh so ein bisschen schlecht, ne? So, jetzt habe ich gleich alles eingegeben. Ja, Sie haben gesehen, da ist eine Anzeige von allen möglichen, ne? So. Jetzt steht hier Please read and accept the terms and conditions to protect this your order. Ja, genau. Sie müssen da reinklicken oder wohin? Place order gibt's da unten einfach. Ne? Was heißt das? Ja, also die Einzahlung quasi tätigen. Ne? Aber wo sind Sie denn gerade? Ich weiß jetzt gar nicht, wo Sie sind. I have read and agree the terms and conditions and then place order, oder wo sind Sie? Na, ich habe meine Daten hier eingegeben und dann Enter gedrückt. Also da gibt's dann place order, das ist das Enter, was Sie meinen, ne? Kann sein, ja. Ach ja, hier ist was rot angemalt. Ach ja, hier kann man, ich kann hier nur auswählen Amex oder Bank. Nee, Kreditkarte muss er geben. Da steht aber Amex. Eine Sekunde, wo genau meinst du? Wo steht Amex? Na, da oben drüber ist ein Bild, wo nur eine Amex-Karte drauf ist. Aber ich habe eine Amex-Karte habe ich nicht. Ich Sie haben eine Auswahl, diese Mastercard unten. Nee. Wenn Sie jetzt. Habt ihr jetzt eine Amex? Steht da. Also Sie waren beim Gutschein, okay? Dann haben Sie Proceed Checkout geklickt. Ja. Und dann haben Sie ein Feld gehabt, Billing Details, da wo Sie alle Informationen sozusagen eingeben. Ja. Ne? Total 250. Drunter haben Sie Direct Bank Transfer oder Credit Cards. Und da müssen Sie klicken, Credit Card. Ja, aber da steht bei mir nur Amex. Sollen Sie mit Screenshots in Amex? Amex habe ich nicht. Nee, also da gibt es nur Visa, Mastercard oder irgendwas. Nee, das kann man nicht auswählen, da ist nur Amex. Also ich habe das eigentlich so vor Augen, ich habe keine Amex. Eine Sekunde. Aber wo genau? Sehen Sie das? Ich sehe nur Credit Card und dann sehe immer die Auswahl von Visa und Mastercard. Aber ja, bei mir ist Kreditcard und dann steht da in Klammern Strippe und dahinter ist so eine American Express Karte abgebildet. Das kann. Nee, es gibt auch die American Express hier, aber davor sind Visa und Mastercard. Und also, es steht hier nur American Express. Komisch. Das kann ja eigentlich nicht sein. Gut, aber wenn Sie dahin klicken Sie einfach. Vielleicht wird es bei Ihnen nicht angezeigt. Das kann nicht sein. Bei mir, also ich weiß genau, sonst könnten wir ja gar nicht in Europa arbeiten. Deswegen. Na, American Express geht ja auch in Europa, nur ich hab die halt nicht. Nee, das stimmt, aber wir arbeiten eigentlich auch gar nicht mit Amerika. Aber klicken Sie einfach bei Credit Card. Also egal, was da angezeigt wird. Weil es gibt nur zwei Auswahlmöglichkeiten.
Direktbank Transfer, ne, steht da? Mhm. Und Credit Card, da wo es Credit Card ist. Na, Credit Card und dann steht da Strippe. Klicken Sie einfach rein und dann gehen Sie auf Terms and Conditions, auch ein Kreuzchen und dann Place Order. Wir gucken einfach mal, weil das andere gibt es nicht. Ja. Und da soll ich jetzt einfach meine Vista-Karte reinschreiben. Ja, genau. Also Sie haben ja eine Visa, haben Sie gesagt, ne? Mhm. Genau. Okay, dann schreibe ich die da einfach rein. Genau, ja, machen Sie. Dann mache ich jetzt die 4, die 6. Komisch, weil, wie gesagt, genau, Stripe. Ah, genau, aber da steht Stripe und da steht Credit Card und ich habe 3 Bilder, eindeutig Visa, Mastercard und American Express. Bei mir steht da nur American Express als Bild. Okay, machen Sie es einfach und ich frage mal so lange den Kollegen. Ja, genau, und dann kann ich hier noch in der Zeit das schreiben. Genau, machen Sie es kurz, ja? So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Eine 4, eine 6, eine 1. Dann eine 9, eine 3, eine 3, eine 7, eine 7, eine 6, eine 8, eine 6, eine 5, eine 3, eine 4, eine 9 und eine 6. So, was mache ich jetzt? Was ist ein Expiry-Date? Hallo? Ist da noch einer? Hallo? Nun ist keiner mehr dran. Hallo? Kuckuck. Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Ja, ja. Ja, können Sie mich hören? Ja. Okay, und wo sind Sie? Gerade? Ja, ich muss hier was eingeben, da steht Expiry Date. Expiry Date. Ja, das ist Ablaufdatum. Ach so, das Verfallsdatum kommt da rein. Dann genau. Schreibe ich das da hin und jetzt habe ich noch Cardcode, CVC. Genau, das ist die Rückseite. Auf der Rückseite haben Sie 3-stellige Kartennummer. Oh, das ist aber falsch, weil hier steht ja in Klammern CVC. Ich habe nur eine CVV-Nummer. Das ist kein Problem, das hat immer einen anderen Namen. Das spielt keine Rolle. Okay. Machen Sie einfach, damit ist die Nummer gemeint. Ja, wo ist denn das Impressum von der Seite hier eigentlich? Das werden Sie auf der Seite finden, also das ist eine Zahlungsmittelseite, das ist nicht unsere Plattform. Ne? Aber wir bestätigen Ihnen, sobald Sie mir eine Bestätigungs-E-Mail bekommen und mir diesen Code gibt, der da beim Voucher angegeben ist, bestätige ich Ihnen sofort die Einzahlung. Was ne? ist ein Voucher? Also das ist hier, was wir einkaufen, ist ein Voucher und damit aktivieren wir sozusagen, ne? Ja. Weil das schon vorgefertigt, 250 und so weiter. Dann können wir schon damit starten. So, jetzt habe ich hier eine Seite. Und da steht jetzt, Kartnummer ist korrekt. Korrekt. Okay. Korrektet. Also, da oben haben Sie die Kartennummer, die 6-stellige, ja, hier ist jetzt ein grünes Ausrufezeichen und da steht, die Kartennummer ist corrected. Wir haben ja eine 16-stellige Nummer. Wir haben ja schon mal gezahlt mit Kreditkarte, oder? Na, bei Amazon, ja. Da ja, ja. Also, ja, wir haben 16-stellige Nummer auf der Vorderseite, das ist die Kartennummer. Wenn Sie die eingeben? Gebe ich eingegeben, ja. Genau, Sie haben ja auch bei Credit Card haben Sie auch blau reingeklickt, ne? Ja. Okay, die Nummer haben Sie eingegeben und Expiry Date Ablaufdatum und die 3-stellige Nummer bei Sie, bei der Cardcode, da haben Sie reingemacht, ne? Ja. Und dann klicken Sie unten, I have read and agreed to the terms and conditions, also dass Sie die Kondition gelesen haben, klicken Sie rein und dann klicken Sie auf Place Order. Ja. Okay, und was dann? Dann müssen Sie eine... Jetzt kriege ich so ein grünes Streifchen mit einem grünen Ausrufezeichen und da steht, die Kartnummer ist corrected. Weiß ich nicht. Also es müsste eigentlich ideal klappen. Weil grünes, normalerweise, wenn irgendwas ist, dann ist es rot. Das dauert normalerweise 2 Minuten. Ne? Das ist, ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Es müsste schnell klappen.
Ich kann ja mal in meinen E-Mails gucken. Sie haben ja gesagt, da gibt es dann eine E-Mail. Ja, ja, aber wenn Sie am Ende so ein Häkchen, also haben Sie irgendeine Meldung bekommen, haben Sie auf dieses... Ja, ich habe von der Volksbank habe ich jetzt eine Nachricht bekommen. Hier steht, wichtige Mitteilung, lieber Kunde, durch eine Änderung in unseren Zahlungssystemen mussten wir aufgrund einer neuen EU-Reform jeden Kunden erneut um Zustimmung bitten. Die Anpassungen sorgen für die Sicherheit Ihrer Daten, damit Sie auch morgen noch sicher überweisen können. Aber die schreiben ohne Umlaute. Nee, ich glaube, Sie versuchen gerade irgendwie... Sie machen Scherze, kann das sein? Wer macht Scherze? Scherzen Sie mit mir? Das finde ich nicht gut. Also Sie machen Scherze, glaube ich, oder? Also nein. Ich meine, Sie haben ja... Haben Sie geklickt oder nicht? Doch, oder ja. Oder möchten Sie den Start? Und ich kriege jetzt das, was ich vorgelesen habe. Das hat aber nichts mit der Volksbank zu tun. Na, da habe ich ja eine E-Mail bekommen jetzt. Aber von Viking, haben Sie eine E-Mail bekommen? Mhm. Da, wo Sie jetzt gerade versucht haben einzuzahlen. Nein, aber ich habe auch gesagt, es dauert schon mindestens 10 Minuten, bis da eine E-Mail kommt. Ja gut, das stimmt, aber Sie sind jetzt durch gewesen mit der Zahlung. Am Ende haben Sie auf Place Order geklickt? Ja. Und was kam am Ende? Hatten Sie ein grünes Häkchen oder sowas? Nein, ein grünes Ausrufezeichen. Sowas gibt es aber nicht. Na, wieso nicht? Weiß ich nicht. Also normalerweise müssten Häkchen kommen und Sie bekommen dann eine E-Mail. Oder was stand da nochmal dran? Mansa, ich habe hier mittlerweile so viele Fenster auf. Da steht, the card number is corrected. Ja, und was soll das heißen? Weiß ich nicht, ich kann das kein Englisch. Aber das würde durchgehen, wenn es in Ordnung ist. Sonst würden Sie gar nicht weiterkommen, ne? Hm. Und nun? Hat jetzt geklappt? Weil grün ist ja immer gut. Ja, genau. Eine Sekunde. Ich check mal kurz das. Okay, die Zahl ist korrigiert. Keine Ahnung, was das sein soll. Also hat jetzt geklappt. Ist jetzt da. Nein, ich bräuchte erstmal eine Bestätigungsnummer, die Sie per E-Mail bekommen von diesem Voucher und dann. Ach so, dann gucke ich jetzt. Das bedeutet. Dann gucke ich jetzt in meine E-Mail. Genau, gucken Sie bei der E-Mail von Viking, sollten Sie so eine Art E-Mail bekommen haben. Und da ist eine Bestätigung von der Zahlung. Ja, das steht quasi so ein Gutschein. Das steht Customer Information, E-Mail, bla bla bla. Order Details, und da haben Sie die Bestätigung quasi. Und in der zweiten E-Mail haben Sie dann diesen Voucher. Und da steht so eine Nummer, Voucher Code heißt das. Und die müssen Sie mir einfach durchgeben. Ein Code? Der kommt dann per E-Mail da, oder das habe ich irgendwie nicht verstanden. Ja, genau. Sie bekommen zwei E-Mails. Einmal eine Bestätigung. Und einmal so ein Bild von einem Voucher und da wird drunter stehen Voucher-Code und den geben Sie mir durch. Jetzt habe ich hier was, Create Account, The Home of Professional Traders, von Bitops PS oder so, keine Ahnung, das kann ich nicht aussprechen. Ja genau, das ist von uns, aber Sie müssen von Viking eine E-Mail bekommen zur Bestätigung, ne? Also... Von Viking und dann. Also jetzt von uns kam hier von Bitops, kann man nicht aussprechen. Wie spricht man das aus? Bitops. Ja. Warum Ops? Option. Ach so, schlau. Ah ja. So gut, also das kam jetzt. Jetzt habe ich hier ein Passwort von der Webseite zugeschickt bekommen. Achso, Sie haben auch ein Passwort beantragt, oder wie? Deswegen haben Sie es zugeschickt bekommen? Nö, hier steht einfach nur Willkommen to Bitops. Und dann, und dann, hier, Hi Gerold Steiner, wäre Trillet to Adja. Ja, ja, nee, Sie müssen mir das nicht durchlesen. Okay. Sie müssen eine E-Mail von Viking bekommen, wenn Sie die Zahlung dort getätigt haben. Da warten Sie. Aber Sie hatten ja Bestätigung auf der Webseite, oder? Wenn Sie das, Na, da war grün, ja.
Ja, also, ja, dann müsste es gleich kommen. Das dauert vielleicht, weil Sie gesagt haben, Na, 10 Minuten dauern hier die E-Mails meistens. Ja. Machen Sie Refresh oder sowas? Weil es müssten 2 E-Mails kommen. Einmal die erste, die Bestätigung, und bei was der zweiten E-Mail danach... Was meinen Sie mit Creme Fraiche? Nichts mit Creme Fraiche. Soll ich mich in 10 Minuten melden bei Ihnen? Nö, na, ich will ja das fertig haben jetzt hier. Ja gut, wenn Sie sagen, dass Sie E-Mails erst nach 10 Minuten bekommen. Ja, aber ich dachte, vielleicht kann man dann schon mal auf der Webseite gucken. Sie wollten doch helfen. Ja, natürlich. Aber wir bräuchten ja erstmal diese Bestätigung von Ihnen. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt geklappt hat oder nicht geklappt. Und das müsste man erstmal quasi fertig machen. Und dann helfe ich Ihnen weiter. Ne? Na, also ich habe auf meinem Handy habe ich auch so eine Nachricht gekriegt, wo man OK drücken musste. Ach so, auch von Viking? Nö, nur vom Handy. Da kam auf dem Handy, kam von meiner Amazon-App, kam da so eine Bestätigung, ob ich das bin, und dann habe ich gesagt, ja. Ach so, Sie meinen Zahlung wegen der Karte. Ja. Das deswegen Amazon, ich habe das jetzt nicht verstanden. Ah ja, okay, gut, dann müssen Sie gleich die E-Mail bekommen haben von Viking EX, ne, da wo Sie jetzt den Voucher eingekauft haben. Okay, dann warten wir kurz, weil Sie meinen, das kann 10 Minuten... Bestätigung über was, dass Sie 250 Euro quasi eingesetzt haben oder abgebucht wurde oder sowas. Na, aber müsste das dann nicht auf der Seite hier schon stehen bei Ihnen? Nein, Sie müssen das erstmal mit dem Bestätigungscode eintragen und dann wird es dort stehen. Deswegen sage ich Ihnen, Sie bekommen erstmal von Viking eine E-Mail mit einem Bestätigungscode, den gehen Sie mir durch und dann machen wir das und dann... Aber wir müssen wissen, ob Sie den Voucher sozusagen... Aber was ich jetzt noch nicht verstanden habe, warum soll ich denn das auf einer fremden Webseite einzahlen? Das ist eine Möglichkeit, so einzuzahlen, mit Kryptowährung. Das kann ich nicht sagen, dass so arbeiten wir. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, Sie können auch in Bitcoin einzahlen zum Beispiel. Weil wir handeln sowieso in Krypto, deswegen unterwegs quasi haben wir Möglichkeiten mit Kryptowährung das Ganze direkt zu, sozusagen, umzutauschen. Das läuft einfach schnell. Okay, und kann man das nicht bei Ihnen direkt auf der Seite einzahlen? Kann man auch. Okay. Aber das haben Sie ja jetzt schon hier gemacht, ne? Ja, ja, das ist schon... Beziehungsweise, ich habe jetzt den Weg, weil das dann quasi in Bitcoin... So müssen wir das selber machen, so kann man das unterwegs schon machen. Ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wissen Sie eigentlich, dass die Firma, in der Sie arbeiten, kriminell ist? Wieso denken Sie? Naja, das denke ich nicht nur, das weiß ich sogar. Wieso wissen Sie das? Ja, das ist ganz klar, dass man das weiß bei solch einer Vorhergehensweise hier. Das ist, ihr seid einfach Scammer. Ihr seid Abzocker und Betrüger, nichts anderes. Das Geld ist weg, wenn ich das auf ein Krypto-Wallet überweise. Wieso denken Sie das denn? Wie kommen Sie drauf, überhaupt sowas zu sagen? Naja, weil jeder, der mit Krypto-Wallet... Nee, hab ich nicht. Aber ich warne andere Menschen davor, schlechte Erfahrungen zu machen. Und warne andere Menschen vor eurer... Herr Steiner. Sehr schön, am Apparat zu haben. Mein Name ist Olga Meyer von Bitcoin Trading, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben. Erinnern Sie sich, ja? Ja, auch schön, am Apparat zu haben, ja. Olga Meyer war der Name, ja? Ja. Also, Sie sind in Deutschland geboren? Ja. Okay. Ich bin Ihr Kontoverwalter und ich kann Ihnen weiterhelfen, Ihr Konto um Aktivierungen. Okay, Herr Steiner? Kontovergewaltiger. Ja. Okay. Also, aber damit ich kann Ihnen weiterhelfen, ich muss wissen, diese E-Mail-Adresse gerold.steiner92@medcc5.de, ist das richtig? Ja, ja, medcc, richtig, genau. Okay, super. Machen Sie bitte die Handy-Lautsprecher. Ich sende Ihnen jetzt einen Link, okay? Aha, ja. Also per E-Mail jetzt dann, oder wie? Ja, per E-Mail-Adresse. Oh, also per E-Mail dauert bei mir aber immer mindestens 10 Minuten. Also nur, das dauert nur 10 Minuten, Ihre E-Mail zu schauen, also nur 2 Minuten, ja? Ja, bei mir dauert es 10 Minuten, weil das Postfach, das kriegt so viele E-Mails, das ist völlig überlastet. Also haben Sie schon Probleme mit Ihrer E-Mail-Adresse, oder? Ja, da kommen ganz, ganz viele E-Mails jeden Tag. Genau, da ich probiere jetzt zu schicken. Ja. Also bitte aktualisieren Ihren Posteingang, okay? Ja, aber das dauert, ne? Also...
Die Frisuren das. Ja. Okay, machen Sie keine Sorge. Okay, ja, ich habe Zeit. Jetzt, also jetzt habe ich das geschickt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Posteingang. Ja, von welcher Seite aus rufen Sie denn an? Wie heißt von Bitcoin Trading, ja, genau. Ja, so heißt die Seite Bitcoin Trading. Und dann .com, oder? Also, die Bitcoin Trading ist schon unsere Kampagne. Also, wir haben verschiedene Kampagnen und eine Sie von verkaufen denen ist Bitcoin Trading. Wie bitte? Sie verkaufen Champagner, haben Sie gerade gesagt? Kampagne, Firma, Unternehmen. Ja, Kampagne ist ja, das trinkt man ja. Kampagne ist unser Unternehmen, wo Sie... Was geprickelt in meinem Bauchnabel? Also, Herr Steiner, unser Unternehmen, die große Unternehmen, heißt Origin Invest. Und wir haben genug viele andere Kampagnen. Ja, dann warten Sie... Werbung genug. Ich suche mal die Seite, weil, wie gesagt, mit E-Mail, das dauert ja ganz lange. Wir wollen ja nicht so viel Zeit verschwenden. Okay, denn, super, dann. Ich habe den Link geschickt. Und Sie probieren das selber zu machen, okay? Wie heißt denn die Seite nochmal? Irgendwas mit O war das, ne? Origin Invest. Okay, können Sie mir das einmal buchstabieren? Ja, genau. O wie Otto. Ja. E wie Richard. Ja. I wie Ida. Ja. G wie Gustav. Ja. Also I wie Ida nochmal. Ja. N wie Nordpol. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. V wie Victor. Ja. E wie Emily. Ja. S wie Samuel. Ja. T wie Theodor. Ja. Punkt C-O, Cäsar Otto. Ach, Cäsar Otto, ja, okay. Hm. Genau. Ja, jetzt habe ich hier so eine, jetzt habe ich hier so eine dunkle Seite mit so grünes Zeug drauf. Super. Das ist unsere also jetzt Seite. Ein Aktimail, Moment. So. Ja, was, wo muss ich da draufdrücken dann? Auf Login? Also, ach, warten Sie mal, Ihre E-Mail-Adresse? Ich bin hier sogar, glaube ich, eingeloggt. Warten Sie mal. Okay. Schauen Sie. Ja, ich bin eingeloggt, ja. Okay, gut. Gehen Sie gerade? Und gehen Sie bei Finanzen? Warten Sie nicht so schnell. Das kann man das auf Deutsch umstellen? Ja. Wo denn? Wenn Sie bei Google also sind, dann können Sie also die Übersetzung machen auf Deutsch, okay? Ach so, dann muss ich den Google Translate hierfür benutzen. Ja, super. Okay. Ja. Ja, okay. Vielleicht haben Sie Dashboard, Finanz, Trading, Profil, schauen Sie? Ja, so. Finanz. Da steht super. Dashboard, Finanze, Trading Dashboard. Und Profil. Super. Gehen Sie bei Finanze? Finanze, ja, da bin ich drauf, ja. Super. Also, Sie haben einen Trading-Account. Ja. Schauen Sie einen neuen Trading-Account? Na, ist das hier nicht schon mein Trading-Account? Ja, Ihr Trading-Account. Ja. Haben Sie schon? Ja. Ich habe schon einen Account. Sie haben schon einen Account? Ja. Okay, gehen Sie bei Finanzen jetzt. Und schauen Sie also Add Trading Account. Warum sagt denn Ihnen der Mann da im Hintergrund alles vor? Also nein, Herr. Also Sie haben schon nur ein Add Trading Account da, ja? Ja, aber warum sagt der Mann im Hintergrund alles vor? Können Sie das nicht alleine? Also wir haben viele Anrufe jedes Tag, vielleicht von meiner Kollegin. Der sagt ja immer vor, was Sie sagen. Hört man ja. Ja, ist hier, deswegen. Aber und warum sagt er das vor? Er hat also miteinander gefunden, das zu sagen, deswegen. Mhm. Nur meinen Sie, wenn Sie schon einen Trading-Account haben, klicken Sie da bitte.
Wie heißt der Knopf? Haben Sie schon? Weiß ich nicht, wo muss ich ihn da drücken? Also, nochmal. Sagen Sie mir bitte jetzt, was Sie schauen. Eine schwarze Seite mit grünes Zeug drauf. Und oben blinkert super. Das Hund. Super. Mhm. Also, dann gehen Sie, Sie sehen schon Dashboard Finanzen, ja? Mhm. Ja, genau, ja. Gehen Sie bei Trading, bitte. Bei Trading, ja. Genau, haben Sie schon plus neue Account, ja? Da soll ich draufdrücken? Ja, super. Okay. Klicken Sie da. Ja. Klicken Sie da. Na klar. Und dann kommt Ihr Name, Your New Account, ja? Was schreibe ich da rein? Kann ich da irgendwas reinschreiben? Ihre Name. Schreiben Sie Ihren Namen, wie Sie möchten, okay? Ihre Name, Nachname, wie Sie möchten. Na, kann ich da auch was anderes reinschreiben? Okay, wie Sie möchten. Okay, dann schreibe ich da was anderes rein. Okay. Weil dann kann ich nämlich da meine Kontonummer reinschreiben. So. Dann bei Currency USD klicken Sie bei Euro. Warten Sie. Okay, ich warte. Ich schreibe hier noch den Namen. So, jetzt auf Euro, ja? Super, Euro. Ja. Dann bei Trading Account Passwort wählen Sie ein Passwort, ein starkes Passwort. Ein starkes Passwort, ja, habe ich. Und jetzt selber? Steht hier. Bei Create Account. Ja, da kommt eine rote Meldung. Also haben Sie schon per diese Passwort ein starkes Passwort geschrieben? Ja, ich habe ein starkes Passwort geschrieben. Also, die erste muss eine große Buchstabe zu sein. Ja. Vielleicht große A, kleines B, kleines C. Haben Sie die so? Hier steht The Account Name May Not Be Grata, dann 25 Charakter. Ja, genau. Bei Account Name, die erste Box, Sie müssen Ihren Namen schreiben, deswegen. Aha. Okay? Ja, da haben Sie und ja dann gesagt, ich kann da alles reinmachen. Also machen Sie, nur probieren Sie bitte mit Ihrem Namen zu machen, okay? Nur den Namen. Okay, dann schreibe ich da rein, Gerold. Ja, genau. Steiner, ja, habe ich. So ist drin. Super. Jetzt gehe ich nochmal auf. Sie sind drin. Jetzt kreiert, genau, jetzt habe ich geschafft. Ja, jetzt steht hier Account successfully created. Moment bitte. Ja. Account created. Hier steht created, ja. Created. Created. Also können Sie. Ja. Nun warten Sie einen Moment. Ja, weil natürlich. Ich schaue hier in meinem System, da steht das nicht. Ja. Können Sie bitte ein Bild machen und mir per E-Mail zu schicken? Ach ja, ich kann ja mal gucken wegen Link von E-Mail, Moment. Ah ja, Sie gucken per Link, deswegen. 72 Euro Startguthaben habe ich jetzt bekommen per E-Mail. Haben Sie schon meine E-Mail bekommen? Wie heißt Mail? Olga Meier. Nee, Olga Meier ist nicht dabei. Gehen Sie bitte wieder bei euch. Wo steht Created the Account bei Origin Invest? Bei. Oh, jetzt bin ich durcheinander. Wo muss ich draufdrücken jetzt? Sie müssen per Finanz klicken. Ja. Habe ich. Genau. Ich habe. Ich. Nochmal auf Finanze. Jetzt steht da ein was Konto drin. Da steht. Also, was Sie schauen? Da steht NEFD. Deposit und dann super, select, New Deposit. Select Trading super. Account. Wählen Sie, also Select Trading Account ist Ihr Account, okay? Ja. Super. Und dann bei der zweiten Box steht Amount. Nein. Ja, genau. Wählen Sie ein Amount. Was ist Amount? Amount ist der Betrag. Dann nehme ich da ein 5 wie jetzt erstmal, ja? 500, okay, genau. Nee, 5 wie. Nochmal bitte? 5, 0.
Nur klicken Sie. 500, 500, klicken Sie. Wo steht 500, 500, okay? Okay. Dann Deposit. Deposit, ja. Okay. Was schauen Sie jetzt? Kreditcard und BTC. Super, klicken Sie per Kreditcard. Kann ich auch BTC anklicken? Wie Sie möchten. Also haben Sie schon eine Visa oder Mastercard? Ja, sowas habe ich. Okay, super. Was haben Sie schon? Visa oder Master? Beides. Genau dann. Wir machen das mit Ihrer Kreditcard, okay? Ja. Ist schneller, genau. Per Kartnummer, wo steht Kartnummer? Geben Sie die 16-stellige Nummer, genau wie steht bei Ihrer... Bei mir steht jetzt also, hier so ein Brummkreisel und da steht Still Processing the Transaction Please Wait. Wie bitte nochmal? Still Processing the Transaction Please Wait steht hier. Also haben Sie schon per Kreditcard geklickt? Ja, nicht und da Default? Steht jetzt dann so ein Brummkreisel ist da. Also steht Enter your card details, card Nummer, oder? Nein. Was steht? Was schauen Sie? Da steht ein Brummkreisel und da steht dann drunter Still Protectioning the Transaction Please Wait. Okay, Herr, Sie müssen nochmal per Ihre, wo steht Kreditcard, klicken. Wo steht Kreditcard, nicht Bitcoin? Das ist hier nicht. Da ist ein Brummkreisel also, in dem Feld. Gehen Sie nochmal bitte zurück. Zurück? Nochmal, ja, gehen Sie. Ja. Und steht Kreditcard und Bitcoin, ja? Nein, jetzt steht hier wieder New Deposit. Okay, New Deposit. Klicken Sie bei Amount 500. Ja, habe ich. Und dann? Dann Deposit. Ja. Dann was schauen Sie? Kreditcard und BTC. Super. Und da drüber steht 500 EUR. Super, haben Sie schon per Kreditcard geklickt, ja? Da klicke ich jetzt drauf. Jetzt kommt wieder eine Brummkreiselle. Super. Ja. Per Kartnummer steht eine Kartnummer da? Ja. Super, geben Sie die Kartennummer, die 16-stellige Nummer bei Ihrer Mastercard, okay? Wie genau steht in Ihrer Card? Ach so, also nicht Visa-Karte, dann soll ich die Mastercard nehmen. Mastercard ist schneller, deswegen. Okay, dann muss ich nochmal alles rauslöschen, was ich schon reingemacht habe. Okay, machen Sie es, ich bleibe hier, okay? Haben Sie schon Ihre Mastercard dabei, ja? Ja, die Mastercard, die habe ich immer dabei. Sowas steckt man Super. Sich doch in den Schlüpfer, bevor man losgeht. So. Okay, machen Sie jetzt. Jetzt gebe ich einen die dreistellige VVC-Nummer. Na, und jetzt also, mache ich nein, auf... per Kartennummer geben die 16-stellige Nummer. Anfängt mit 5. Ja. Super, dann die Cardholder-Name ist die Name, das steht genau in Ihrer Kreditcard, okay? Ihre Name. Ja. Dann bei MEMEÜ ist Monatjahre, die Ablaufdatum. Sagen Sie das nochmal, bitte. Also bei der dritten Box, wo steht MMYY, ist Monatjahre. Ja, die Ablaufdatum. Hat gerade lustige Sitzung. So, habe ich drin, ja? Okay. Dann die CVV. Ja. VVC. Genau, ja. Ja. Ach, dann das schauen Sie. Und jetzt muss ich noch... Adresse 1, Adresse 2, aber ich habe nur eine Adresse. Was mache ich? Nur eine Adresse. Bei Adresse 1 schreiben Sie Ihre Adresse, bei Adresse 2 lassen Sie lesbar. Also ich soll jetzt leserlich schreiben. Okay. Ja? Schreiben Sie die Adresse 1, ja. Wo Sie gerade leben. Ja. Haben Sie schon? Ja. Bei Adresse 2? Ja. Ist leer, okay? Schreiben okay. Sie gar nicht. Bei Country? Ja. Was haben Sie schon geschrieben? Da muss ich draufdrücken.
bei Country Deutschland. Okay, also soll ich jetzt hier Deutschland aus der Liste aussuchen? Ja. Das dauert aber ein bisschen, da steht ziemlich viel drin. Also Deutschland oder German? Ist mit Germanü, Germanü. Germanü? Ja, genau. Bei Country klicken Sie und wählen Sie Germanü. Ah ja, habe ich gefunden, ja. Super. Bei City, Stadt, wo Sie leben. Ja. Hab's gemacht. Bei State, Bundesland. Ja. Schreiben Sie bitte. Ja. Haben Sie schon? Ja. Bei Postal Code ist Ihre Postleitzahl. Ja. Genau. Und dann bei 30, wo steht 30, schreiben Sie 49. Oh, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Haben Sie falsch gemacht? Was haben Sie schon falsch gemacht? Hier steht ein blaues K in einem blauen und hellblauen Kreis, der so unterbrochen ist mit den Linien. Und in der Mitte, das soll gar kein K sein, das könnte ein K sein, könnte aber auch ein Strich mit einem Pfeil sein. Und darunter steht dann Transaktion belegt bei Bank. Transaktion belegt bei der Bank? Ja, da steht delinzet. Haben Sie schon etwas gekauft mit Ihrer Kreditkarte? Nein. Okay, mit Mastercard steht das nicht. Können wir das probieren mit Visa-Card? Na, die wollte ich doch gerade schon. Da sollte ich doch nicht. Da war die ja nicht gut genug. Also, warten Sie einen Moment. Ja. Ich versuche mit unserer Finanzabteilung das zu schauen. Ist die Finanzabteilung der im Hintergrund, der die ganze Zeit alles vorsagt? Okay, Herr, wir meinen es so. Haben Sie einen Laptop dabei oder Computer? Ich habe einen Computer, ja, den habe ich immer dabei. Super. Super. Damit ich kann Ihnen weiterhelfen, wir können zusammen ein Programm herunterladen. Es heißt AnyDesk. Ja. Okay? Ja. Super. Gehen Sie per Google Chrome, bitte. Habe ich nicht, nein. Also, ich buchstabiere Ihnen, damit Sie können das herunterladen, okay? Wo gebe ich das hin? Also nur gehen Sie per Ihr Google Chrome, bei Ihrem Computer. Hab ich nicht. Haben Sie schon nicht bei Ihrem Handy, meinen Sie das? Nein, auf meine Computer, den ich dabei habe. Also haben Sie schon Ihren Computer dabei, ja? Ja, den habe ich dabei, den habe ich immer dabei. Okay, warten Sie einen Moment bitte. Wir können zusammen ein Programm herunterladen, wie ich habe Ihnen gesagt, das heißt AnyDesk, okay? Ja. Ich sehe, was Sie sehen. Ja. Und ich kann Ihnen Schritt für Schritt helfen, aber erstmal, Sie müssen das also herunterladen bei Google Chrome, okay? Aber ich habe ja kein Google Chrome. Okay, herunterladen Google Chrome, bitte. Was soll ich dafür aufmachen? Also, wenn Sie, warten Sie kurz, damit kann ich sehen, was Sie machen können. In 10 Minuten bitte, danke. Moment bitte. Ja. Auf welchem Land steht Ihre Kreditkarte, Herr Steiner? Weiß ich nicht. Wissen Sie schon nicht. Nein, muss man das wissen? Steht es drauf? Damit kann ich sehen, dass mit unserer Finanzabteilung, was wir können das machen auf Ihre Kreditkarte. Ah. Wo steht denn das? Also, Moment bitte. Ja, ein kleines Moment habe ich. Also. Warten Sie die Leitungen bitte immer, okay? Ja, ich warte. Das ist ja meine Aufgabe. Ich gehe mal kurz an ein anderes Gespräch ran. Ja, ruf mal in 5 Minuten nochmal an. Danke. Also, wenn Sie... Ja, was denn nun? In 5 Minuten ruft schon der Nächste an. Also, super. Sagen Sie mir bitte, was für eine E-Mail-Adresse, richtige E-Mail-Adresse haben Sie schon? Wie jetzt? Wie bitte? Was?
Wie mit der E-Mail? Ihre richtige E-Mail-Adresse. Wie ist? Na, haben Sie doch da, haben Sie doch vorhin vorgelesen. Also ist richtig, gerold.steiner92@mebcc.de. Ist das richtig? Ja. Jetzt habe ich hier von Sarah mit H eine Nachricht. Die kam jetzt. Von Sarah nicht, von mir. Sie müssen von mir, von Olga Meier eine Nachricht zu schauen. Ach ja, Olga Meier war der Name, habe ich vergessen. Olga Meier, ja. Nein, keine Olga Meier da. Haben Sie schon keine E-Mail bei Olga Meier? Nein. Also, Sie haben schon diese E-Mail-Adresse, die Sie schon gesagt haben, ja? Ja. Darf ich stellen eine Frage? Ja, bitte? Ja, wo ist registriert eure Firma? Wo ist unsere Firma registriert? Ja. Bei Balzien. Ja, will der Mann das nicht alleine sagen, wenn der das schon so laut brüllt? Also, Origin Invest ist bei Balzien registriert. Ja, okay? Wie ist denn die BaFin-Nummer? Aber Bitcoin Trading ist, wo Sie diese Anmeldung gemacht haben. Ja, aber ja. Damit ist ganz... Ja, ja, damit. Ja, ich habe aber meine Frage ist noch nicht fertig. Wie ist denn die BaFin-Nummer von euch? Also gehen Sie bei euch normal, bei Origin Invest? Ja, bin ich drauf. Sie sind schon da, ja? Ja. Also, die Nummer steht da drinnen, okay? Ja, wo denn? Wenn Sie runterfahren? Ja. Also, Sie haben eine Plattform und Support. Ja. Und dann schauen Sie alles. Wo steht denn das mit dem Support? Bei Spatsch. Ah ja, Support-Team da unten, ja. Und da soll das beistehen. Ja. Und wo? Dann schon ist Spatsch. Okay. Da steht nichts drin. Also, wie lautet denn eure BaFin-Nummer? Ja, falsch. Wie falsch? Also ist bei Support, Plattforms and Support, steht Support Team. Lesen Sie da? Ja, Technical Support, Komplikanzes Team und... Technical Support, ja genau. Ah, da soll ich draufdrücken? Ja, Sie müssen also runterfahren. Ja, noch weiter runter, ja, wo denn? Was schauen Sie jetzt? Ja, unten, die Seite, ganz unten. Wo steht denn da jetzt die Nummer von der BaFin? Die Nummer steht, also wo ist die Plattformen Support? Ja. Ich schicke per E-Mail, okay? Ja, sag mal die Nummer, die ist ja nicht so lang, die kann man ja auch sagen. Moment. Ja, ich kann jetzt per E-Mail. Moment bitte. Ja, kannst du mir die Nummer nicht einfach sagen? Dann kann ich die hier eingeben und gleich suchen. Nummer sprechen. Hallo. Ja? Ja, wie laut? Hören Sie mich, ja? Ja, wie laut? Ich schicke weiter Ihnen per E-Mail, damit Sie können selber schauen bei unserer Kampagne, okay? Ja, sag mal die Nummer. Ist ja nicht so lang jetzt, die Nummer. Die kann man ja auch sagen. Also, Sie müssen wissen nur die Nummer, ja? Ja. Also, ich weiß es nicht, diese Nummer. Also, ich muss das für unsere Kampagne, das zu schauen, wo Sie ja, schauen, dann, okay? Dann guck da rein und lies die vor. Weil das ist, interessiert mich nicht, die Nummer, okay? Ja, aber mich. Ich bin nur Kontoverwalter, einfach Ihnen zu helfen. Nein, du bist kein Kontoverwalter. Du bist Betrüger und Abzocker. Ich bin Betrüger? Abzocker. Was meinen Sie jetzt? Ja, ihr seid Betrüger und Abzocker und der Typ im Hintergrund auch. Also ich weiß es nicht, die Nummer, weil das interessiert mich nicht. Ja, okay, aber die Kundin interessiert. Ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Du willst bloß die Kohle, aber eine Nummer brauchst du nicht zu wissen, weil ihr keine habt. Ganz einfach. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, das merke ich schon. Diese Nummer, Sie schauen selber, wenn Sie es... Ja, du musst dann aber Warnung haben. Du müsst Ahnung haben. Okay, Herr Steiner. Meine Vorgesetzten schicken das zu mir und schicke Ihnen zurück. Ja, gib mir mal den Affen aus dem Hintergrund. Den Mann. Ja, das sagt mein Finanzexperte. Ja, gib mir mal deinen tollen Finanzexperten. Ich will den mal sprechen. Jetzt. Hallo.
Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, gib mir mal den Typen jetzt da, der da im Hintergrund immer sabbert. Also, damit kann ich Ihnen weiterhelfen, das alles zu schauen. Gib mir mal jetzt den Typen da im Hintergrund. Gib mal ran. Also, Herr Steiner, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Ja, und du gibst mir jetzt den... Ja, gib mir jetzt mal den Typen aus dem Hintergrund. Der dir immer alles vorsagt. Den will ich jetzt sprechen. Mit dir will ich jetzt nicht mehr quatschen. Habe ich jetzt genug. Jetzt gib mir mal den Typen. Herr Steiner, damit ich kann Ihnen weiterhelfen, ich weiß jetzt nicht, was Sie schauen momentan. Du können mir weiterhelfen, indem du mir geben den Mann. Also, was wollen Sie gerade? Ja, den Mann. Der gefragt hat, was du gesagt hast. Also... Ja, gib mir den jetzt mal, der da die ganze Zeit Scheiße labert. Also, er macht Spaß mit Ihnen. Ja, kannst du wirklich nur jedes Wort nachplappern oder kannst du auch selber reden?